Wunderschön, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Roleplay. Heute mal zu einer etwas unbekannteren Uhrzeit, ich sag's mal so. Wir haben 14.23 Uhr, wir befinden uns in der Nachmittagsschicht, beziehungsweise sind dabei, in die Nachmittagsschicht zu gehen, sag ich mal so rum. Gucken einfach mal, was abgeht. 12.17 Uhr. Okay, gut. Die Mia Daniels. Die alte Potsau. Nein, Quatsch. Ach ja. So, Aussage Überfall. TC Scott. Ah ja, okay. Ja, heute ist sehr, 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 sehr viel Aktenarbeit. Ich habe gar keinen Bock drauf, ich bin ehrlich. Aber wie sagt man so schön, ne? Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Hat noch den Wallis Brause dabei. Ist schon mal ganz geil. Gucken wir einfach mal, was sonst so noch auf uns zukommt. Naja, wollten ja heute auch mit dem Scott ja zusammen die Akte machen. Obwohl ich mir da frage, wie soll ich das. Also. Naja. Na, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sich das gestalten lässt. Ja, dann müssen wir uns mal die Mordakte angucken, beziehungsweise Totschlag. Ist ja nicht Mord. Ey, der hat nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Dann schauen wir mal, was da in der Akte so abgeht. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch rauszufahren. Wer weiß. Ne? Gut, die PD-Fahrzeuge stehen so wie immer. Gut. So, ja, für die Leute, die jetzt hier live dabei sind, ich habe mal das Overlay angepasst und habe einfach mal ein neues genommen. Die Leute, die das dann jetzt auf YouTube gucken, ja, für euch jetzt so eher weniger relevant, sage ich es mal so. Aber ich habe mir gedacht, ich habe das Overlay bei mir rumfliegen. Und es ist halt irgendwie cooler als das, was ich vorher hatte. Ja, ich hatte ja vorher dieses blaue, was ich so ein bisschen, ja, lame fand auch irgendwie. Also nach einer Zeit finde ich es irgendwie lame. Aber das liegt auch so ein bisschen an mir, weil ich will immer Veränderungen haben. Also, was heißt will? Also, ich freue mich über Veränderungen, sagen wir so. Und dachte mir so, okay, komm, ich habe das hier rumfliegen, komm, dann nehmen wir mal. Ist zwar das gleiche Layout wie bei unserem Zweit-Channel Club-DVD. Aber ich dachte mir so, who cares? Wir sozusagen der Eigentümer. deswegen. Aber ich fand's halt cooler. Ich finde die, ja, Alerts halt auch geiler. Weiß nicht, irgendwann hat man sich halt satt gehört an den Alerts, ne? Eigentlich sollte man immer so, ne, immer so was fester haben, bin ich der Meinung. Also immer bei einem bleiben und das verbessern. So sehe ich das zumindest. Aber wenn man so noch nicht so seinen, ja, wie nenne ich es jetzt? Sein Overlay gefunden hat, dann, ja, muss man halt viel hin und her probieren, ne? Vor allem habe ich halt auch viele, also ich habe halt nur Overlays so und so wie ich das halt vorhabe, ja, gibt's das nicht. Also weiß ich nicht. Ich habe noch nie richtig geguckt, bin ich auch ehrlich. Aber naja, mal schauen. Vielleicht finde ich da ja nochmal was Cooles, was genau zu mir passt, weil diese Standarddinger sind halt, ja, das, also
Was halt jedes Overlay halt hat, ne? So dieses Standards euch und bin halt schon so dabei am Denken, außerhalb des Standards zu sein, sag ich jetzt mal, ja. Aber mal gucken. Ich muss da mal. Ich gucke halt, ich kratze immer nur an der Oberfläche. Das ist so mein Problem. Ich bin halt so Durchschnittstyp, ne? Ich denke mir so, ja, okay, läuft, passt, sieht cool aus. Hält erstmal ein Ja. Aber ich habe nie so richtig jetzt mal geguckt, ob es mal was gibt, was so richtig auf meine Bedürfnisse maßgeschneidert ist. So nenne ich es jetzt mal, ja. Aber wir schauen mal, also ich schaue mal, dass ich da vielleicht dann doch mal tiefer in die Metarie gehe. Hm. Nicht Materie. Gut, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber mal schauen. Das ist ja sowieso noch eine etwas größere Baustelle, das Ganze mit Overlays und Co. Aber wird schon. Wird schon, wird schon. So. Dann wollen wir mal. Der Baum ist endlich. Ist der wirklich jetzt. Ist der Baum einfach von drin nach draußen gekommen? Ich glaube schon, oder? Haben sie einfach verschoben. Warum auch nicht? Die Taylor. Da ist die Taylor wieder da. So. Wollen wir mal. Das auslassen. So. So. Dann haben wir das auch. Fehlt mir jetzt nur noch die Marke. So. Ja, was ich noch auf dem To-Do habe, ist, ja, die Bewährungssachen. Ich weiß eingestellt, ne? Die Bewährungssachen, die muss ich auch nochmal up-to-date halten. Hallöchen! Hi! Eine Information der Leitstelle, das LSMD hat sich soeben angemeldet. Der klang ja sehr motiviert. Der Jacobs. Na, alles gut bei dir? Och ja. Ja, und selbst. Ja. Auch alles gut. Das ist doch schön. Ich freue mich heute auf die Aktenarbeit. Habe ich das mal gesagt? Ach, die Daniels. Oh, klingelt mein Telefon, warum? Lasst mich in Frieden. Einfach aus dem Fenster schmeißen. Das fucking MD mich ja auch noch an. Ich werd irre. Hier in Portland ist Blaine County Sheriff Office, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Taylor, ja, weiß hat richtig Bescheid. Spruch. Danke ebenfalls. Tschüss. Haben die jetzt nochmal angerufen und gesagt, dass sie aktiv sind, obwohl das schon durchgegeben wurde? Ja. Schwierig. SD 64 für die SD 61, komm. Schön. Einmal die Info vom DCSO übernehmen, komm. Wird erledigt, komm. SD 61 Ende. Welke. Denken die, wir kommunizieren nicht untereinander oder was? Nein. Das ist so ein Quatsch. Darf ich hier wieder rein? SD90 Funkcheck. Check. Ach ja, man muss so vieles nicht verstehen. Nein. Na? Das ist doch immer das Gleiche. Hm.
Warum? Also, gestern stand das mit dem Rollcall doch noch nicht auf dem schwarzen Brett, oder? Nee, das hat Thilo gestern Abend noch eingetragen. Aber das andere stand doch alles immer davor. Wurde nicht einfach der alte Punkt einfach nur, sag ich mal, erneuert? Nee, die Sachen von Sykes, die sollen. Die wurden ja einfach oben nach oben geschmissen, ja, ne? Die sollen oben bleiben. Ach so. Ja, gut, okay. Ja, ansonsten. Der glöische Bums wie immer. Gut. So, Fallakten. Ich freue mich. So, haben wir jetzt hier. Nein, der Mason fehlt noch. Aber den Riley haben wir drin. Ja. Gut. Oder dass ich meine eine Akte zumachen lassen kann, wenn der Rekrut seine Aussage eingefügt hat. Ja, sei froh. Ich habe jetzt mittlerweile 4. Also ich habe von 7 Akten sind 3 offen. Davon macht eine wahrscheinlich Tanaka dann zu, wenn die Aussage vom Rekruten drin ist, weil es halt Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Ja, ja, ist bei mir ja, und die anders. Anderen liegen bei der Staatsanwaltschaft. Ja, ja, ich habe eine Akte, die muss ich jetzt neu anlegen. Die kann ich auch direkt schließen. Dann habe ich noch eine mit Raub. Die kann ich auch direkt schließen lassen, wenn ich die Aussagen habe. Dann habe ich jetzt eine bekommen mit Totschlag. Da freue ich mich sowieso schon komplett drauf. Ja, geil. Und eine mit Körperverletzung. Ach, herrlich. Mann. Ja. Ich habe allein im Dezember, glaube ich, 4 Akten gekriegt. Ne? Oder 5. Ich glaube, 4. Nee, 4 waren das. Also ich hatte in letzter Zeit keine Akten gemacht. Und jetzt auf einmal werde ich wieder überströmt damit. Ja. Ah, naja. Aber gut, was soll's. Herr Brandt hat schon gesagt, ich habe ihn bald eingeholt. In einer kürzeren Zeit, als er seine Akten gekriegt hat. Ja. Ah ja. So, ja. Ich fahre jetzt mal hoch zum Scott. Wollte nämlich die Akte mit ihm zusammen machen, damit er das schon mal so mitgekriegt hat. Ja. Das. Ne, ich tue ja was hier fürs Allgemeinwohl, ne? Genau. So. Guten Tag. Ja, guten Tag auch. Ja. So, du bist bereit? Ich bin bereit. Du bist bereit und bereit? Okay, cool, dann mach ich... Beides. Ja, gut. Wenn du bereit bist, machen wir eine 1073 erstmal, ne? Bin ich auch dafür. Taylor stimmt direkt zu. Also, weißt du Bescheid. Nee, dann komme ich eben hoch, ja? Na, check. Dann bis gleich. Bis gleich. Wer macht eigentlich gerade Leitstelle? Ach, Jacobs, ne? Ja. Warum gucke ich dann eigentlich wieder? Manchmal, ne? Ja, dann viel Spaß dir noch. Man sieht sich später mal, ne? Jo, bis später. Tschö. Ciao. So. Dann wollen wir mal. Die Hunde gehen mir da draußen schon wieder auf den Sack, ne? Wie dieses Rumgebelle. Ja, Mann, auf hohem Niveau. Woo! So. Wo haben wir sie dann? Die 523. Da haben wir sie. Warum packen die... Jungs. Norden. Ich gebe einfach mal Norden an. Aber naja. SD90 besetzt die 523. 523 mit einer Überführungsfahrt von Sandy SO Richtung Palito SO. Und warum ist der Wagen leer? Ich bin eine Petze. So. Weißt du, ich hab den gestern noch getankt, das weiß ich.
Ja? Hallo Taylor, ich habe gehört, du magst das Telefon. Ja. Genau, du warst doch Fuhrparkmanagement, richtig? Ja. Okay, cool. Nee, warte mal, habe ich mich jetzt gerade verguckt? Oh, okay. Nee, never mind, ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, die Tankanzeige hatte gesponnen, so rum. Ach so. Und da stand Hälfte. Ich wollte gerade eine Beschwerde einreichen, aber... Ach so, nee, ja. Dann hätten wir aber ein Loch im Tank, weil ich habe den erst getankt, als wir den abgestellt haben. Das was? Abgeschleppt? Gewesen. Warum denn abgeschleppt? Nee, abgestellt. Abgestellt? Ja, ich habe den nämlich gestern auch noch, ich habe den gestern auch noch getankt, deswegen dachte ich mir auch so, hä? Passt doch ja, nicht. Und ich bin damit eben gefahren mit den anderen und habe den mehrfach getankt. Das ah, okay. Ein Problem gewesen, aber gut, es war ein Fehler. Ja, ich dachte schon so, hä? Also, was ist denn hier los? Nee. Ja, okay, nee, alles gut, dann never mind. Jo, bis dann, ne? Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Alter, bin ich verpeilt, mal, also... Ich bin ja froh, dass ich hier den Videobeweis habe, dass da Hälfte stand. Ja, da bin ich froh drum. Stempel ich mich nicht komplett als doof ab. Manchmal schon, aber nicht immer. Diese verspäteten Anzeigen. Ja, gestern ist uns ja so ein komischer grauer Sportwagen ja um die Ecke gekommen, die ganze Zeit. Ich hoffe, wir finden den heute nochmal. Würde mich freuen. Mich würde es mal interessieren, warum der gestern ohne Licht durch die Gegend gefahren ist und warum Schlipsträger zu einem Haus rennen, aber nicht ins Haus reingehen. Manchmal passieren Dinge, da habe ich einfach nur Fragen. Aber, naja. Beantworten kann es mir eh keiner. Ich hätte einfach... Manchmal bin ich zu zögerlich. Ich hätte einfach an dem Moment, die aber anhalten sollen, Q2, rübergehen, fragen, was Sache ist. Q2 ist vielleicht übertrieben, aber einfach anhalten, rausgehen, fragen, warum rennt man zum Haus? Also ist ja schon untypisch, dass man zur Haustür rennt. Ja. Ich hätte mal einen Klingelstreich gemacht. Aber, ich weiß gar nicht. Gibt es überhaupt irgendjemanden auf dem Server, der sowas macht? Also, irgendwie wäre es halt schon lustig, klingelstreichmäßig durch die Gegend zu rennen. Würde es irgendwie lustig finden, aber irgendwie auch unnötig. Keine Ahnung, das ist gerade so ein spontaner Gedanke mal wieder von mir. Klingelstreich ist ja grundsätzlich ein weit verbreitetes... Das hast du gesagt, Phänomen, aber stimmt ja gar nicht. Aber so eine weit verbreitete Tugend. Ich weiß nicht, ich finde gerade den richtigen Begriff nicht. Auf jeden Fall ein weit verbreitetes Ding. Warum sollte es das dann hier nicht geben, ne? Finde ich. Aber naja. Leute. Boah, der Rückwärtsgang von dem Ding, ne? Die 523 ist jetzt 10:30 bei Little Base. Oh. Check. Sehr schön. Ich habe schon das Gefühl, dass die Kopfhörer leise sind. So. Hallo. Hallöchen. Hallo. Einen wunderschön. Mensch, Jacobs, dich mal wiederzusehen, ne? Tja. Ist auch mal eine Wohltat. Jacobs hat zu tun, ja. Jacobs hat viel zu tun. Ja, wer hat nicht viel zu tun? Stimmt. Also bei mir gehen gerade Akten über Akten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gerade abgeht bei mir. Tja. Aber, naja. Was willst du machen? Liegt an mir. Hm? Liegt an mir. Ganz klar. Ja, klar, das ist deine Aura, ne?
Mhm. Ja. Unterschreibe ich direkt. Gut, dann aber sind wir mal oben, ne? Ich erstmal eine Akte, ja, aber tut mir einen Gefallen, fahrt mal in die Stadt runter, ja? Wir haben keine Steifen von PD. Ich muss jetzt erstmal Akten machen. Ich wollte mit dem Kollegen eine Akte machen. Achso, ja gut, dann mach deswegen das. Bin ich hier. Ja, dann auf geht's. Viel Spaß dabei. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. Ach ja. Würdest du dich einmal strecken? Ich würde bei 1 zur Leitstelle kommen. Besser? Ja. Jo. Ja, bedenken Sie bitte, dass Sie die einzige aktive Streife sind und somit auch in der Stadtstreife fahren kommen. Kannst du mitkommen? So, warte, ich trinke nochmal eben was, bevor ich dir gleich die Nerven verliere mit dir. so, einmal ein Zuckerschock hier. Okay. Alles klar. So, ich versuch's dir irgendwie so gut wie möglich zu erklären, aber es ist eigentlich alles selbsterklärend. Es war damals, also früher war es echt ein, ja, ätzenderes System. Ich nenn's mal so, ja. Okay. Also grundsätzlich, wenn du eine Fallakte erstellst, gehst du erstmal auf alle Fallakten zeigen. Unter, ne, unter Fallakten. Und gehst dann beim Suchtext, gibst du dann jetzt das heutige Datum ein. Heute ist der 3.1. Also 3.01.2023 haben wir ja. Und machst dann Enter. Und dann kriegst du ja die, die ja schon angelegt wurden. Das heißt, wir sind bei 04. Naja. Das heißt, Schwarzarbeit. Okay. Das waren die Bauarbeiter gestern. Ich habe mir die Akte schon durchgelesen. Ah ja, okay, interessant. Genau, auf jeden Fall, dann, also das checken wir als erstes. Ne, wir gucken, was für Akten sind schon angelegt. Mit welcher Nummer. Heißt, wir legen jetzt eine 05 an. Das heißt, wir gehen auf neue Akte, Fallakte erstellen. Also du jetzt nicht, aber ich. Ja. Ja gut, ich kann ja trotzdem schauen, wie das aussieht. Genau, genau, genau. Dann, Tatverdächtige packst du nichts rein, weil unbekannt. Dann. Welche Kategorie lässt du? Dann das Gebiet, kannst du Palito Bay angeben. So, und dann kommt das Wichtigste. Aktendatum und Titel. Aktendatum bedeutet einfach nur das Aktenzeichen. Heißt in dem Falle 03-01-2023. Meine Fresse. Wenn ich das noch reinkriege, so 05 hatten wir jetzt gesagt, ne? Ich glaube 05 war jetzt richtig, so. Ja, genau. Dann, jetzt bin ich gerade doof. Machen wir, nee. Mir ist gerade auf den Kopf gefallen? Warte mal eben. Hä? Ich bin gerade so doof. Ach doch, sorry. Was denn Suicide? Ja, manchmal. Manchmal brennt es bei einem durch. So, dann schreiben wir rein unbekannt. Weil halt die Person nicht bekannt ist. Logischerweise. Hm? Und nehmen dann hier Raub rein, ne? So, die, in den Titel kommt immer. Die das am höchsten straffälligste, sag ich. Also das, was halt am höchsten bestraft wird. So. Ja? Hm? Das kommt da mit rein. So, ist ein Fahrzeug involviert? Ja, wir haben aber kein Kennzeichen, dementsprechend lassen wir das frei. So, den Rest lässt du eigentlich. Das Einzige, was du jetzt noch eintragen kannst, wenn du schon weißt, kannst du hier fehlende Aussagen von Beamten. Die kannst du schon hier eintragen. Das tue ich jetzt mal. Dich packe ich schon mit rein. Wir hatten noch Dave dabei, ne? Aber den mache ich erstmal noch nicht rein. Ich will mir noch mal kurz die Aussage angucken. So. Da gehst du runter, den Rest lässt du so. Ja? Mhm. Dann kommen wir zum ersten großen Feld. Tatvorwurf. So, da ist er einmal. Ungefähre Tatzeit und Tatort. So, das heißt, das war gestern, 3. Januar, 23. Schlauerweise haben wir uns. Ach, 2. Na, danke. Meine Güte, was ist heute los? 5, 1, 1, 10, welche Uhrzeit war das gestern? Danke, belehrt haben wir die um 22.09 Uhr. Also, ich denke mal so 22 Uhr, oder? Ja, machen wir 21.55 Uhr.
So, und dann möglichst genaue Beschreibung des Tatorts. Es steht immer bei, was du eigentlich da eintragen musst. Grundsätzlich ist das alles hier eigentlich selbsterklärend. Das ist total easy. Ja, wie heißt dieser scheiß Laden noch? Quickies? Quick Keys, ja genau. Ach, Quick Keys. Damals hieß, wie hieß die denn damals noch? Die hießen ja nur... Der hat nämlich einen anderen Namen. Weiß ich gar nicht, ich kenne die nur so. Wie hießen die denn noch? Also da drüber vor dem Laden auf dem Schild steht Smart Keys. Smart Key, danke, genau. Ja, ja. Ah, okay. Okay, jetzt ist aber dann Quick Bindestrich Keys dann, ne? Ich weiß nicht, ob... Wie die geschrieben werden. Also mit Bindestrich oder ob das alles zusammen ist. Oder... Was sagt Venture? Check. So. Quick Leerzeichen Keys. Leerzeichen sogar nur, okay. Quick Keys, okay. Haben wir da Zeit und, aber die haben nur einen Standort momentan, ne? Ja, genau. Gut. Also sonst müsstest du jetzt noch breitschreiben, Palito. Palito Bay. Aber das hast du ja eigentlich hier oben mit angegeben, bei welches Gebiet. So, dann. Tatvorwurf. Ist eine ganz kurze Zusammenfassung, steht ja auch hier bei, ne? Wer war es, was, wann ist es passiert, was ist passiert, ne? Also ganz, ganz simpel eigentlich. So. Löschen wir mal den Anfang raus, lassen wir die W-Fragen, dass ich mal so zeigen stehen. Einfach nur so als kleine Gedankenstütze. Und dann schreibe ich hier rein, am 2. Januar 2023 um circa 21.55 Uhr. Wurden mehrere Personen ausgeraubt. Warte mal, Moment. Mehrere Personen. Jetzt nicht kompliziert schreiben. Ich bin noch nicht wach, merke ich gerade. In welchem Feld bist du denn? Ich bin gerade bei Tatvorwurf. Ich muss ja nur einen Satz formulieren, das kriege ich ja hin. Aber nicht, dass ich das jetzt zu kompliziert mache, weißt du? Bei Quick schreibe ich es mal so. Keys von unbekannten Personen überfallen. So, dann kannst du nämlich den Rest auch rauslöschen. So. So, Anzahl und Art der Tatwaffen. So. Habe ich jetzt immer gemacht, einfach nur, wir hatten bei dem Fall, wie viele Messer hatten wir? 4 oder 3? 4. 4, ne? 4 Täter mit 4 Messern. Gut. Und dann schreibe ich einfach nur rein, 4-mal Messer. So, und dann kannst du nämlich jetzt schon, kannst du hier nämlich schon bei Informationsaustausch, kannst du hier schon angeben. Das ist immer ganz praktisch. Du kannst hier einfach direkt das, was in der Klammer steht, direkt schon übernehmen. Eigentlich alles rauslöschen, außer das. Zarathustra, ein wunderschön. Vielen lieben Dank für dein Follow. Hallöchen. Genau, also in dem Falle kannst du einfach, ne, TV unbekannt, Akte kann gegebenenfalls geschlossen werden. Das kannst du direkt so, kannst du den Rest rauslöschen. Ansonsten, wenn du noch irgendwelche wichtigen Infos hast, die kannst du dann, da einfügen, ja? Aber in, also was genau für Infos, so, schreibe ich dann da rein? Ja. Gute Frage, was? Also ich habe bis jetzt ehrlich gesagt immer nur diese eine Info reingepackt, TV unbekannt. Akte kann gegebenenfalls geschlossen werden. Ich, keine Ahnung, da müsstest du, glaube ich, echt mal, da musst du andere fragen. Da habe ich okay. Aktenmäßig noch nicht so die Erfahrung, dass ich jetzt sagen könnte, was könnte man sonst noch da reinschreiben. Also alles das, was die Staatsanwaltschaft direkt, ja, wissen sollte, kann man das sagen? Aber das steht doch da, wenn die das so dann drin. Ja, aber so, die gucken ja erst oben. Du weißt ja, wie eine Akte grundsätzlich aufgebaut ist. Das heißt, der obere Teil, den sehen sie zuerst, den gucken sie sich zuerst an und beschaffen sich einen Überblick über diese Akte. Dafür ist ja auch der Tatvorwurf. Das ist ja sozusagen einfach nur eine Zusammenfassung von der Aussage, die wir dann aufgenommen haben und unten dann angeben. Ja? Und die gucken sich erst den oberen Teil an.
und gehen dann tiefer in die Materie rein, indem sie sich die Aussagen anschauen. Ne? Ja. Also das oben ist wirklich direkt, um einen Überblick zu kriegen, okay, worum geht es? Und wenn da kannst du jetzt dann, was weiß ich, Informationsaustausch, kannst du dann, ja, wichtige Infos reinpacken, die halt, wo der Staatsanwalt dann direkt sagen kann, okay, habe ich jetzt direkt im Hinterkopf oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Also, je nach Relevanz. Musst du gucken. Weiß ich nicht, was man da jetzt alles reinpackt. Wie gesagt, ich hatte da so viele Situationen auch noch nicht mit. Genau, hast du hier noch zugehörige Akten oder Akten mit weiterführenden Informationen? Kannst du hier eintragen. Ne, wieder mit Aktennummer, Name und so, wie das gleiche im Prinzip oben. Somit verknüpfst du die sozusagen zusammen. Ne? Hm? Genau. Ja, dann haben wir hier unten dann die schöne Tabelle. Die wird mit den beteiligten Personen. Wir hatten jetzt nur eine Zeugin. So, tatverdächtige Person schreiben wir beim Namen unbekannt rein. Und mache ich hier hinten das Sonstige raus. Mache da einfach nur einen Bindestrich rein. Das brauchen wir nicht so. Den Rest kann ich hier bei Aussage eingefügt, kann ich Nein machen, weil ist halt unbekannt. Was willst du da für eine Aussage hinzufügen? So. Mhm. Bei Zeuge muss ich gleich mal gucken, welcher Name das war. So, Officer haben wir Name. Da schreibe ich uns beide rein. Hier immer den vollen Namen reinpacken. 513 mit einer Verfügung. Find ich zumindest sinnvoll. Vom Sandy SO. So. Wie ist dein voller Name nochmal gewesen? Tom Charles Scott. Charles, ne? Also L-E-S, ne? Genau. Ja, alles klar. So, und dann schreibe ich immer noch hinten bei Bemerkungen die Streife rein. Das ist ganz interessant gewesen, habe ich bei Puentes gesehen und dachte mir, so ist eigentlich gar nicht so eine doofe Idee. Kannst du halten wie ein Dachdecker, glaube ich. Also, ich glaube, da gibt es keine Regularien, sag ich mal, diesbezüglich, ne? Mhm. Aber ist halt praktisch, so weißt du, okay, die waren in einer Streife. Mhm. Ansonsten, den Rest packe ich erstmal hier raus. Wenn du die Tabelle noch erweitern möchtest, kannst du mithilfe von Tab am Ende der Tabelle, also wo jetzt steht, bitte nutzen, kannst du einfach nochmal Tab drücken, dann erstellst du nochmal eine weitere untere Spalte. Oder machst halt mit Rechtsklick Zeile und Zeile unterhalb einfügen. Geht auch. Ne? Genau. Dann, das ist für uns jetzt... Okay. Das ist jetzt für uns irrelevant. Protokoll der genehmigten Hausortsdurchsuchungen. Ja, wie es ja da steht, ne? Wenn du halt Durchsuchungen machst, dann kannst du das Protokoll da drunter packen. Mhm. Beweismittel einer Person oder Fahrzeugkontrolle, beziehungsweise Gegenstände nach, bla bla bla, in der Forensik. Ja, da kannst du halt alles reinpacken, was halt forensisch untersucht wurde. Oder werden, sagen wir so. Dann kannst du noch Beweisfotos hast dann als nächsten Reiter. Da kannst du Beweis- und Tatortfotos reinpacken. Ja, Patientenakten vom MD kannst du dir anfordern lassen und zuschicken lassen und da einfügen. Dann hast du noch die Unter... Wäre jetzt bei einer Körperverletzung zum Beispiel, oder? Ja, also, ja. Die und den Schaden erlitten. Ja, guter Punkt. Werde ich für meinen Fall, glaube ich, sogar machen, weil er hat ja, glaube ich, eine Person, sag ich sogar, beschrieben und so. Die können wir ja gut zurückverfolgen, die Mayhems. Und dem Fall, ich glaube, da werden die MD-Akte sogar, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Auf jeden Fall, da kannst du das dann einfügen. Und dann hast du auch die Untersuchungshaftzeiten, die du hier noch mit eingeben kannst, ne, damit du halt nachweisen kannst, jo, der hatte hier eine Untersuchungshaftzeit. Und dann darunter dann das festgelegte Strafmaß. Ne? Also als Untersuchungshaftzeit zählt dann der Zeitpunkt, ab dem er in den Zellen unten sitzt oder ab dem er die Handschellen bei uns am Tatort anbekommt? Weißt ja. Du ja. Okay. Ja, gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Nein, das steht ja im Gesetz ja drin. Boah, ich möchte es jetzt nicht durcheinander bringen, das ist eher die Sache. Ja, sonst schaue ich da selber nach. Aber das weil die Sache ist so nämlich, die Sache ist einfach. Die, wenn du eine Person, fuck, warte. Das möchte ich eben, das triggert mich jetzt, warte. Ich kann ja aber schon mal erstellen, das ist ja, ist die schon mal da.
So, warte. Gucken wir doch eben. Ist doch jetzt nicht so kompliziert. So, steht ja eigentlich im, wenn ich jetzt nicht komplett Banane bin, im Polizeigesetz. Ich hab eine Fallakte. Was? Du hast eine Fallakte? Du hast jetzt keine Fallakte erstellt, oder? Nein. Alter. Ich kann mir das von Brand dann anhören, ja? Einschränkung von Grundrechten, bla. Durchsuchungen, Beschlagnahmung, bla. War das nicht hier drin? Uff, Alter, ich zeige mich gerade von meiner besten Seite, ne? Lach nicht so dreckig, Mann. Ich bin noch gar nichts. Ach ja. Wie ich also immer sagte, ne, es, man kann alles nachlesen grundsätzlich. Man muss nur wissen, wo es drin steht. Das stimmt. Ah, und dann kann ich da. Warte, muss ich auch rüber. Jetzt den Scheiß. Was ist eigentlich hier Totschlag? Das auszugeben, wer ein Mensch ohne Mordmerkmale tötet. Ah, okay. Alles klar. Wo war denn jetzt der Scheiß? Wow. Ich bin echt gerade so doof. Ich glaube, ich habe es aber im Polizeigesetz übersehen, oder? Hell, auch schöne Fragen, muss man dazu hören. Ja. Da bist du auch sehr prädestiniert für, das ist wohl wahr. Aber du hast ja auch ein gutes Recht, das zu fragen. Deswegen gehe ich das ja jetzt auch nach. So, was haben wir jetzt hier? Festnahme, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Warum habe ich das übersprungen? Polizeigesetz, da ist es. Nee. Ach hier, Untersuchungshaft, da ist es doch. Ach, da drunter, ja. Manchmal bin ich auch blöd, ne? So, Untersuchungshaft beginnt mit der Inhaftierung bzw. im Schließnetzellen. Ja, okay, habe ich mir nämlich gedacht. Okay. Gut, dann hat es doch richtig im Kopf. Untersuchungshaft ist, wenn Zelle zu, dann gehen die 90 Minuten los. Mit dem richterlichen Beschluss kann die auf 120 Minuten verlängert werden. Aber auch nur, bei guten Gründen nenne ich es jetzt mal, ja. Es gibt nämlich noch einen Punkt. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf, welcher Paragraph das ist. Da zählt es nämlich schon, wenn du nämlich im Auto festgehalten wirst von uns. Zählt das nämlich schon so als Haftzeit, sag ich mal. Aber ich finde den Paragraphen jetzt nicht. Naja, ja, ist auch egal. Also, vergiss den letzten Punkt, den ich gerade gesagt habe. Hab jetzt einfach das im Kopf, ne? Untersuchungshaft ist erst, ne? Wenn die Zellen zu sind. Ich hab grad Wortfindungsstörung, meine Güte, leck mir am Arsch. Ja, danach und dann unten als letztes bei dem Reiter in der Akte ist dann das Strafmaß, was du festlegst, beziehungsweise was dann die Staatsanwaltschaft mit festlegt. Auch da habe ich bis jetzt nie Erfahrung gemacht. Bei mir wurden alle Akten einfach geschlossen, weil wegen unbekannt. So, super. Ja, ne? So, dann kommen wir eigentlich zum Reiter alle Aussagen. Und das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Da fügst du einfach alles ein. Jetzt hier oben beim Tatverdächtigen packe ich Nachname, Vorname weg, schreibe einfach nur unbekannt rein. Dann haben wir das nämlich schon fertig. So, Aussage vom Zeugen. Füge ich gleich ein.
Genau, immer schön dazu beischreiben, ne, von wem die Aussage aufgenommen wurde. Alter, die Sonne scheint genau zwischen dem Schlitz der Bildschirme. Danke. Mitten in mein Gesicht. Geil. Ja, und unten kommen dann die Aussagen, die Officer-Aussagen hin. Eine Frage, die ich letzte Mal gehört habe, ich glaube, es war von Riley. Wenn du jetzt eine Aussage hinzufügen sollst und zum Beispiel jetzt das nicht vorher schon für dich fertig gemacht wurde, dass du nur noch deine Aussage einfügst und den Tag und sowas alles. Simpel, ganz simpel. Du nimmst die, also unten, ne, von Amts wegen belehrte Officer-Aussage, bla bla bla. Das kopierst du alles. Wirklich alles. Du fängst unten rechts an, ziehst einmal komplett mit der Maus hoch, markierst alles bis oben links, ne, bis von. Kopierst das. Gehst dann hinter die Anführungszeichen, machst zweimal Enter. Und fügst es dann ein. Dann hast du zwischen diesen beiden Aussagen noch eine Leerzeile. Und dann hast du oben als Auswahl ganz rechts, der letzte Block unten rechts, hast du vier Möglichkeiten. Da hast du einmal so ein Strich mit mehreren Kleinstrichen oben unten. Das sind diese Trennstriche, die man einfügen kann. Und die packst du in die Leerzeile und dann passt das auch von der Formatierung her. Verständlich? Okay. Wie ich das meine? Mhm. Okay, genau. Und das kannst du, wenn du jetzt, wenn das nicht vorgegeben ist, kannst du das einfach machen. Kannst auch, wenn da schon eine Aussage drinsteht, kannst du die trotzdem mitkopieren, ist ja jetzt nicht das Ding. Dann schmeißt die Aussage raus, schreibst deine rein und gut ist. Ne? Also so kannst du dann, sag ich mal, das selber dann hinzufügen, nenne ich es jetzt mal, ja? Mhm. So, genau. Und dann unten der Channel-Log, natürlich ganz wichtig. Da schreibst du natürlich alles rein, was du halt getan hast. In dem Falle schreibe ich jetzt noch rein, also Akte erstellt, steht immer automatisch drin. Jetzt schreibe schreib ich hier noch rein, Tatzeit, Tatort, Tatvorwurf, Tatwaffen und so hinzugefügt. Da mache ich einfach nur eine kurze Auflistung. Tatzeit, Tatort, Tatvorwurf. Oh, was haben wir noch hinzugefügt? Tatwaffen. Ach, du schreibst es dann so ausführlich da rein. Ich schreibe zumindest das rein, was ich gemacht habe. Hm. So, jetzt schreibe ich hier zum Beispiel rein, ne, Tatzeit, Tatort, Tatvorwurf und Tatwaffen hinzugefügt. So, dann mache ich nämlich dann darunter noch ein, damit es nicht zu viel wird. Schreibe ich da nämlich rein, beteiligte Person hinzugefügt. Tabelle mit beteiligten Personen ausgefüllt. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt. Ich nenne es immer so, ich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gekriegt. Vielleicht. Weil die meisten Akten, die ich bis jetzt gesehen habe, die lassen einfach nur Akte erstellt und eigene Aussage zugefügt. Okay. Also ich habe jetzt noch... Eigentlich soll man, egal was man gemacht hat, eigentlich soll man alles, was man gemacht hat, einfügen. Alles, was man geändert hat. Nicht nur, wenn man seine eigene Aussage hinzugefügt hat. Aber vielleicht, du hast ja die Aktenschulung ja bald, hoffentlich irgendwann mal. Ist ja der Stand ja auch schon wieder anders. Mhm. Weiß ich nicht. Aber so war es zu meiner Zeit. Ich nenne es jetzt mal so. Mhm. Beteiligten Personen ausgefüllt. Ja. Morgen wäre das Modul Ortskunde ab 16 Uhr, aber da weiß ich noch nicht, ob ich kann. Ja, meine Güte. Könnte nämlich sein, dass ich da wieder nicht da bin. Das ist auch. Das ärgert mich so. Muss ich dran machen. Welches Modul? Ortskunde. Ach, Ortskunde. Ja, okay. Ja, der ist doch gerade da. Zur Not machst du es jetzt einfach. So, Körperverletzung, bla 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 bla. Ja, und unten kommt dann der Bußgeldrechner, da gibt es dann die Paragraphen an, weswegen er verstoßen hat. Ne?
In dem Falle. In dem Falle ist es ja Raub und öffentlicher Waffengebrauch. Machen wir es denn? Öffentlicher Waffengebrauch, so. So, und da siehst du nämlich auch, welche Maximalstrafen, ne, Mindeststrafen und so da reinkommen. Kann ich mich hier noch reinschreiben. Könnte man auch eine Bedrohung mit reinhauen? Einfach alles reinklatschen, was geht. Da müsste man sich nochmal den Bedrohungsparagrafen angucken, ob das wirklich da reinpasst, aber ja. Bringt ja nichts. Das ist ja eh eine Akte gegen Unbekannt. In dem Falle... Aber ich meine jetzt, ich könnte jetzt auch, wenn ich will, einfach jeden Scheiß da reinzimmern, um den richtig einen reinzudrücken. Erst prüft ja die Admin. Der Admin prüft das ja, bevor das zur Staatsanwaltschaft geht. Weil wenn du nämlich eine Akte fertig hast, machst du oben bei welcher Abteilung, packst du rein, LSPD, Administration, prüfen. Wenn alles fertig ist. Wenn alles drin ist, wenn alle Aussagen drin sind und so weiter und so fort, wo du weißt, okay, das könnte jetzt gleich zur Staatsanwaltschaft gehen, ja? Und für Justiz freigegeben, den Haken das mache ich ist nicht raus, für uns. Nein. Achso, den Haken. Das lässt du einfach alles. Das lässt du einfach alles so, wie es ist. Okay. Da ändern wir nichts dran. Okay. So, jetzt muss ich mir eben fix deine Aussage mal anschauen, die du mir geschickt hast, weil wenn da nämlich drin steht. Mit meiner Kollegin und zwei Kunden im Geschäft vorgefahren sind drei. Und haben uns bedroht. Ja, okay. Gut, da muss ich doch die anderen beiden. Weißt du, welcher der andere Kollege war? Also, Sender war dabei und? Callaway. Okay, war gut. Dann brauche ich nämlich die beiden von den beiden die Aussage, dass die anderen ihre Aussage verweigert haben. Hört sich so negativ an, aber ja. Dann kopiere ich mir nämlich die schon mal. Ja, man muss bei Fallakten sehr vieles berücksichtigen manchmal. Ist doch irgendwie recht simpel, aber irgendwie auch nicht. So, die Täter schreibt man groß. Oh, wow. Alles gut. So, SD 90. Deine Nummer war? 82, okay. Das gucke ich mir gleich an. So. Bäh. So. An. In der Zeile drüber habe ich es ja auch noch groß geschrieben. So, einfach nur ein Tippfehler, Mensch. Ach ja, meine Güte, alles gut. Na, das kann ja mal. Theoretisch könnte man das blau klein schreiben. Schreibt man Dave Sender mit S oder schreibt man den nur mit nur mit R am Ende? Oh. Ja. Gute Frage, ne? Fragen über Fragen. Streifenblatt. Was hat der für eine S, die Nummer? Das wäre jetzt die nächste Frage an dich. Ja, okay. Ist Max Callaway, ne? Sender. Genau, Max Callaway. SD76 Dave Sender. Also nur mit ER. Nur mit ER, okay. Wunderbar. Ach so, ich hätte. Ach! Ich vergesse das jedes Mal, dass ich das hier oben hier angeben kann und dann sehe ich ja, welche Nummern die haben und Co. Meine Güte, manchmal bin ich echt nicht schlau. So. Callaway. Okay. Das ist nämlich nur mit einem L. Weiß jetzt nicht, welche Streife die waren. So. Weiß ich auch nicht. Dann kann ich die nämlich schon mal Zeugenaussage hinzugefügt. So, dann können wir den Scheiß mal aktualisieren. Jetzt muss ich wissen, welche Person das war. Alan Odessa. Schreibst du das Geburtsdatum mit auf? Okay. Ich hab's einfach mal mit aufgeschrieben. Ja, alles gut. Ob es da mehrere gibt oder nicht. Im Zweifel.
Weil das hatte ich in der Fahrschule schon öfter mal, dass wir Leute mit doppeltem Namen haben und dann hat eine komplett andere Person eine SMS für die Terminbestätigung bekommen, wo es dann festgestellt wurde. Und der dann angerufen hat und sagt, ich habe schon einen Termin, also ich habe ja schon längst einen Führerschein. Nee, sie müssen nochmal neu machen. Genau, haben wir auch gesagt. Nee, jetzt müssen sie auch kommen. Ja, so. Was ich oben noch reinschreibe, in die Tabelle, wenn ich eine Aussage hinzugefügt habe, von wegen, ne, da steht ja Aussage eingefügt, ja, was machen wir jetzt mal, 15 Uhr, 14 meinetwegen, machen wir es so. Ah, okay. So, dass wir das einfach nur da nochmal drinstehen haben. Und so haben wir es. Das kann ich selber, aber wenn ich eine Aussage einfüge, kann ich das da nicht ändern, ne? Nein, das dann sehe ich dann, was du dann unten reingeschrieben hast, ne? Von wegen Aussage aufgenommen, am so und so vierten um so viel Uhrzeit, die nehme ich dann direkt rein. So, warte mal. 511. Check. 22:09 war das. Gut. Da. 20:09. Ja. Bei eigener Akten würde mir dann alle Akten, die ich erstellt habe, die nicht irgendwie auf Prüfung oder sonstiges gesetzt sind, oder? Doch. Da sind alle. Alle, die alle von dir erstellt worden sind. Okay. Genau. So, mach ich dir unten schon mal fertig. Was warst du jetzt für eine Nummer? Schon wieder vergessen, ey. Ich? 82, nee. Ja, doch. 82, doch. Ja, meine Fresse. Kann man das immer nur vergessen, ey. Scott. So. Ich kann mir auch nichts merken. Ich kann mir schon keinen Namen merken und jetzt muss ich mir auch noch Nummern dazu merken. Das ist. Naja, merken musst du dir nicht. Die sind ja immer unter eigenen Arten zu finden, ne? Das ist er jetzt nicht. So. Akte ist erstellt, die schon länger erstellt, aber wäre grundsätzlich vom Prinzip her erstmal fertig. So läuft das Grundprozedere ab. Jetzt fehlen halt noch die ganzen Aussagen und Co., aber ja. Genau, ansonsten so läuft das erstmal vom Grundprinzip. So, LSD, das hört sich. Das hört sich an wie eine Droge. so, einen wunderschönen erstmal Hallöchen, Alice. Interessant. Den TeamSpeak Client von. Ich bin jetzt hier gerade mal auf so eine geschwärzte Akte gegangen. Einfach weil mich das interessiert, wie das aussieht. Das ist ja witzig. Alle Zeugen komplett geblurrt. Das ist der Sinn dabei, ne? Ja, ja. Was meinst du mit TeamSpeak Client? Was soll ich da für einen Client schicken? Also ich kann dir TeamSpeak Adresse geben. Ah, und da ist in der Aussage selber auch nochmal. Ansonsten brauchst du Salty Chat noch dazu. Okay. Was soll ich dir da für einen Client schicken? Cool. Aber ansonsten dürftest du doch eigentlich. Interessant. Ah, du meinst die Adresse. Hm. Na, ich guck mal gerade, eine Sekunde. Aber die dürfte eigentlich ja auch auf Lucky 5 stehen, ne? Falscher Knopf. Dürfte eigentlich, ja. Ist einfach nur lucky5.de. Einfach nur alles klein. lucky5.de. Das ist alles für den TS. Als Serveradresse. That's it. Ansonsten brauchst du das heute, Schätz. Hast nichts gefunden? Also mit V, ne? Lucky und dann v.de. Also kannst doch unter, gut, ich hab's jetzt bei Favoriten gemacht. Bei Favoriten kannst du ja auf Favoriten verwalten gehen. Ne, dann kannst du das ja da oder. Ah, okay, hast du mit 5 geschrieben eventuell. Kann das sein? Könnte eventuell daran liegen. Nee, ja, cool.
Ja, genau. So. Das ist echt kein Hexenwerk an sich. Nein, ist es nicht. Ein wunderschönen Moin, Chaos Queenchen. Hallöchen. Ein wunderschönen. Alles gut? Na, ich hab nicht gefunden, wo das stehen. Ach so, hast du es nicht gefunden, wo es stehen soll? Ah, okay. Ja, ist gut. Ich helfe, wo ich kann. Immer wieder gerne. Boah, ich habe einfach keinen Bock auf Akten. Oh. Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen dazu? Nee. Okay, das ist doch schon mal gut. War es denn, also hilfreich war es ja, ne? Auf jeden Fall. Nehme ich jetzt mal an. Okay, sehr schön. Das freut mich. Nee, auf dieser Seite stehen keine Infos mehr dazu. Echt? Okay, ja gut, aber dann kannst... Ja, genau, Lucky Five Discord, der wäre mir jetzt nämlich auch gerade eingefallen. da steht auch alles. Ja, genau. Aber gerne. LSD, das... Schöner Name. Fühle ich da auch schon meine Aussage zu. Oh, hast du schon direkt eingefügt? Ich bin gerade dabei. Achso, bist gerade dabei. Ah, Mensch, vorbildlich. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch immer den Drang, ich mag das nicht, wenn da die 1 steht. Ich muss das immer so. Ja, fühle ich. Fühle ich. Das ist zum Kotzen, das triggert mich. Ja, das ist so. So. Ach ja, das muss ich auch noch mal. Reifen. Partner und ich. In Klammern. Ich und der Streifenpartner. Der Streifenpartner und ich. 90. Was ist denn das BPSO? Was ist denn das BPSO? Quick Keys. Alarmiert. Hito. Er hat das falsch schon geschrieben, oder? Zu einem BPSO. Überfall. Ja, klar, wer kennt nicht das BPSO? PBSO, wenn überhaupt, Palito Bay. Aber nicht andersrum, also. Aber gut. Ja, hier, ihr habt das nämlich richtig geschrieben. Ich, ja, hinterfrage es schon einfach nicht mehr. Ah, habe ich jetzt... Ach. Warst du bei der Verfolgung mit dabei? Hey, die wir jetzt letztens hatten hier, An der Route 68, wo wir rausgesprungen sind, ja. Welches Datum war das nochmal? Ja, genau. Gut, ne? Ich glaube, war das nicht am Samstag? Kann sein. Nee, nein, das kann nicht sein. Sonntag? Nee, ja, Sonntag ist möglich. Ja, warte mal, dann gucke ich mal. 01.01.2023. Nee, das war nicht Samstag. Das war nicht Samstag, ne? Freitag nein. Oder Sonntag? Also, es war davor oder danach? Felipe Puentes, unbekannt? Hier habe ich aber nur unbekannt. Das, wenn du mir die Namen sagst, dann kann ich dir sagen, welche das ist. Wenn ich die Namen höre, Miguel Diaz war unter anderem Täter. Miguel Diaz und noch irgendwelche. Die hatten jetzt nämlich auch... Connor, ja, Hoffmann und so? Genau. Ah, war das die? Wurde die übergeben? Das ist die. Ja, weil Puentes, glaube ich, nicht da ist. Jetzt ein paar Tage in die Heimat, oder? Ach so. Oder? Nee, 82 hat die selber erstellt. Nee, aber hier ist auch nicht meine eigene Aussage drin. Nee, da ist das wieder eine andere. Wann war denn das? Ja, da ist jetzt eine von Connor Hoffmann drin, die war von gestern. 30.12.2022. Aber die ist länger, ja. Das hier wird sie sein. Miguel Diaz. Ja.
Genau, und hier habe ich nämlich auch, ja, D-Ring, ja, genau. Bitte einmal die Leitstelle übernehmen, falls möglich kommt. Ja, okay. Nee, passt. Das ist gut. Er hätte nämlich meinen Namen in der Akte falsch geschrieben. Ich wusste jetzt nur nicht, ob es jetzt schon... ob das schon abgeändert hat oder nicht. Weil ich hatte nämlich auch irgendwie keine Nachricht hinterlassen. Diesbezüglich. Check. Aber es wurde trotzdem abgeändert. Dementsprechend. Die SDC macht sich, meldet sich in die Dienstunterbrechung. So, also ich habe Aussage eingefügt. Perfecto. Gut, dann kann ich nämlich... Das hier kann ich, glaube ich, schon... Ja, mehr brauche ich davon ja nicht. Kann ich die ja schon mal vorschieben. Aber ja, dieselbe Clique hat jetzt gestern wieder einen Überfall gemacht. Genau. Hoffmann... Okay. Gutierrez, das, also sind das immer die gleichen, oder wie? Das sind immer dieselben, ja. Ah, okay. Cortez auch, ja. Das waren genau die drei, die wir das letzte Mal schon gecatcht haben. Die hatten aber auch... Die hatten auch eine vierte Person das letzte Mal dabei bei dem Raub. Das waren auch drei Frauen und ein Typ, glaube ich. Oder nee, das waren zwei Typen, oder? Nee. Waren das zwei Frauen oder zwei Typen? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Nein, das waren zwei Typen. Das waren zwei Typen an der Verfolgung. Vielleicht war es auch zwei weibliche, zwei die Typen, männlich waren Frauen. Und dann einer. Ja. Wie wär's? Ja, es gibt ja mittlerweile viele Variationen. Vielleicht ist es auch trans, aber ich will es gar nicht wissen. Nein. Warum haben wir das Thema überhaupt angefangen? Ja. Boah, so, ich hab keinen Bock mehr auf diesen scheiß Indienst hier. Sollen wir rausfahren? Ja. Lies ich mich gerne an. Gut, denke ich mir. Ich bin echt nicht der Bürofreund, muss ich echt sagen. Naja, auf geht's, würde ich sagen. Gehört halt dazu, ne? Ja. Hm? Was wärst du? Gehört halt dazu, sage ich. Ja, das ist wohl wahr. Die SD 92 trennt sich von der 511. Check. Ah. Hi. Hallöchen. Sorry. Hallo. Na, alles gut bei euch? Ja. Ja. Reicht. Nicht weiter beschießen, aber sonst alles okay. Okay. Gut. Gut, ja, ich höre, das ist das Erste, was ich höre von euch. Jetzt schießen. Ja, klar. Hey. Willkommen im Norden, ne? Wir ballern alle um. Ich bin jetzt gerade in Invest HW hochgefahren, du siehst genau zwei Autolängen, sonst nichts. Oh, ist schon wieder so nebelig, oder was? Mhm. Ja. Ah, da freue ich mich ja jetzt mit dem STX rauszufahren, herrlich. Kann nur schön werden. Ich melde mich im Dab, bis später. Jo, bis dann, ne? Ciao, ciao. Bis hier. Guten Tag. Hi. Hallöchen, Jacobs. Ja. Manchmal wünschte ich mir, es würde keine Büroarbeit geben. Das kann ich dir sagen. Ist aber leider so. Ja, leider. Leider ja. Oh, ganz kurz was weg. Leider ja. Leg mich, glaube ich, mal für zwei Stündchen ins Auto. Ja, mach mal. Mach mal, erhol dich mal gut. Ja, ich bin seit 9 Uhr im Dienst. Ne? Er läuft, Alter. Wow. Klar, warum auch nicht? Kenn ich aber. Ja. Manchmal denke ich mir, was haben die Leute für Zeit? Das noch früher gewesen sein, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, wild. Naja, gut. Ja, so. Müssen sie dann gleich noch in die Dings eintragen, ne? In die, ins, wie heißt das? Bis später. Ja, bis später. Ach, tragen wir das da jetzt auch mal mit ein, oder was? Ja, müssen wir. Und was regnet jetzt? Vom Leitsteinblatt. Das ist dieses Leitsteinprotokoll. Ach so, ja. Ah, ich kann mal irgendwas nachgucken, warte mal. So, dann bis nachher, ne? Jo! So. Ach, wenn wir jetzt auf dieses Tisch klettern. Hat die...
Hat die denn jetzt... Wieso mache ich jetzt das Einzelstreife, Leitstelle? Weiß ich nicht. Leitstelle hört sie kommen. Naja, wir würden gleich wieder aktiv gehen, sobald das Stadtgebiet übernehmen kommt. Wäre es sofort gekommen? Ja, check. Prüfen wir Ende. Ah, Daniels hat, okay, perfekt. Wird uns der Non? Ja, du kannst ja wen von der Streife vom Brand ja nehmen noch, ne? Stimmt eigentlich. Wir sind doch zu dritt. Check. So ist er nicht. Aber das musst du ja entscheiden, ne? Mhm. Wir gehen dann mal raus. Ciao, ciao. Tschüss. Ah, schön. Ich habe nichts mit all dem Dingen zu tun. Ach ja. Ach, wieder ein bisschen STX fahren. Ich habe es irgendwie vermisst. Fühlt sich an, als wäre es nicht mal ein Tag her. So. Ach so. Na egal, da kommt es jetzt schon passen. Mensch. Ich habe diese Sitze hier irgendwie vermisst. So lange her. Kommt mir vor, als wäre es jetzt gestern gewesen. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Warte, ich change mal eben. Machen wir mal so und so. Warte mal, die packen wir dahin. So. 90 warst du, ne? Ist ja alles schon eingetragen. Brauchst nicht so. Na, ist ja alles streifenblattmäßig drin. Alles gut. Sag einfach, dass wir aktiv sind und dann passt das. 518, aktiv im Norden. Check. Nur active, Alter. Jo, richtig active. Active. Geil, du active. Ah, ja. Ich nehme die Nummer 3. 3. So, wo sind sie jetzt, die Verbrechers hier? Ja, ne? Soll man hier wach sein und mal hier ein bisschen was aktiv unterwegs sein und so, weißt du? Weißt du? Ach ja. Der Dilettante wurde gefunden, habe ich gelesen. Ist ja voll geil. Was für ein Dilettante? Da wurden Dilettante gesucht. Gut, das habe ich mir jetzt gedacht. Aber wieso? Der ist... Schön. Ja, der wurde gefunden. Ach nee, sag nicht. Der ist in irgendeinem Mordfall oder sowas Beweismittel und wurde geklaut vom Verwahrhof. Ach ja, richtig. Das stand ja auf dem... Ja, genau. Richtig, das stand ja auf dem schwarzen Brett. Richtig, ja. Genau. Und der wurde jetzt wieder gefunden. Ja. Das ist der Wahnsinn. Es geht nichts verloren. Dieser wurde heute Morgen von einer Mitarbeiterin von Green Planet in La Mesa gefunden. Green Planet, da fährt ihm Müller vor. Okay, Green Planet ab sofort neuer Detective oder wie? Lol. Ich bin mit dem Park Ranger zusammen. Ja, läuft. Läuft, doch. Aber ist doch gut. Aber ich glaube, das Beweismittel kannst du aber auch nicht mehr benutzen, ne? Ich weiß es nicht. Je nachdem, also, was wir mit der Karre gemacht haben. Ja, ja, genau. Und das musst du erst verifizieren. Und dann musst du ja auch noch... Also, so würde ich jetzt denken, du musst ja dann beweisen können, dass das Fahrzeug, so wie du es halt ne, vorher abgeschleppt hast, genauso jetzt ist, ne, nachdem es geklaut wurde. Und das kannst du ja nicht beweisen. Wie willst du das beweisen? Weil da ist ja jetzt so viel... Kann ja jetzt so viele Beweise zerstört worden... sein können. Ja, sprechen ist eher schwierig. ne, das ist denken, reden. Ja. Denken, drücken, reden. Ne? So heißt das doch. So kriegt man es doch beigebracht in der Academy, oder nicht? War doch immer so, ne? Denken, drücken, reden.
Es kommt aus Funkgerät, ob analog oder digital. Ja, trotzdem musst du ja, irgendwo musst du ja drücken, oder nicht? Also ich meine, sonst... Ja. Aber drücken, denken, sprechen hast du eher Digitalfunk und denken, drücken, sprechen analog. Okay. Meinetwegen. Ja, meinetwegen. So, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Apropos, wo wir gestern aufgehört haben, ja? Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich bin nach Hause gefahren und dann stand bei Dillys ein SUV in genau derselben Farbe wie der Wagen, der hier vor uns abgehauen ist und auch Anzugträger drin. Ich bin zweimal daran vorbeigefahren, aber ich konnte leider kein Kennzeichen oder sowas erkennen und ich konnte jetzt nicht noch ein viertes Mal da vorbeifahren. Das wäre dann irgendwann auffällig. Ja, verständlich. Okay, dann wo war nochmal die? Ach, Dillys ist unten in der Stadt, ne? Das ist genau an der Stadt unten. Das ist sonst hätte ich gesagt, dann in der Nähe von der Fahrschule. Ja, das weiß ich. Also manchmal bin ich doof, was Ortskenntnis angeht, aber das weiß ich dann doch noch. Weil ich habe genau in der Gegend die ganze Zeit gewohnt. Ja, da wohne ich nämlich ja auch. Ach so. Möglicherweise. Ansonsten hätte ich gesagt, dass wir mal dann vorbeifahren. Ich bin noch ein bisschen vor der Tür gestanden, weil das Auto war da abgeparkt, aber die saßen noch alle im Auto. Und haben da irgendwas beobachtet oder so, keine Ahnung. Okay. Aber sicher, dass das die gleichen waren? Ob das die gleichen Leute waren, weiß ich nicht, aber vielleicht gehören die ja irgendwie zusammen, wenn dieselbe Autofarbe und Anzüge auch. Also, dass das irgendeine Kopierung ist oder sowas. Keine Ahnung. Hm. War auf jeden Fall merkwürdig. Ja, in der Tat. Dass sie da im Auto saßen und irgendwas beobachtet haben. Und dann bin ich halt vor der Haustür noch kurz stehen geblieben. Ja, sollen wir mal kurz zum Dibis fahren und gucken? Da war nichts mehr. Ich bin ja heute Morgen wieder da vorbeigefahren. Da war das Auto nicht mehr? Nee. Okay. Sonst hätte ich das Kennzeichen notiert. Dann stand ich halt ein paar Minuten noch vor der Haustür, weil ich gedacht habe, was machen die da? Und wollte halt schauen, ob ich irgendwo andere Leute sehe, die vielleicht beobachten oder so. Ja. Aber da war kein Schwein. Und dann ist aber irgendein anderes schwarzes Fahrzeug angefahren und dann sind die alle ausgestiegen und haben sich da unterhalten die ganze Zeit. War richtig strange. Okay, vielleicht haben die irgendwie so ein Treffen gehabt und einfach im Auto gewartet, wollten nicht draußen warten. Warum auch immer. Das kann, aber es war auch super, super merkwürdig. Gut, das heißt, wir haben komische Schlipsträger bei uns hier im Norden. Ja, die waren auch, also ob das dieselben waren, ist jetzt auch wieder... Ja, klar, aber... die waren auch merkwürdige Dudes unterwegs. Die kamen halt... Die kamen halt von hier, ne? Ja. Was wollen die hier? Die Park Ranger hatten letztens auch angerufen, auf dem Flugfeld, Sandy Shores, rennen irgendwelche Anzugträger rum. Okay, jetzt wird's ja immer interessanter mit den Anzugträgern. Ja, und die sind dann weggefahren, als sie die Park Ranger bemerkt haben. Ja, die müssen wir im Auge behalten, die Jungs, habe ich so das Gefühl. Ja. Oh, steht hier für ein Auto rum. The fuck? Das Kennzeichen? Ja, warte. Ich fahr mal ein bisschen dran. Aber auch nicht die richtige Farbe. 8AIN. B. Genevieve Brandt. Wer? Kennedy Brandt? Genevieve oder was auch immer. Verwandte, bekannte John Brandt. John? Okay. Warum steht da ein Auto von dem hier? Also nicht von John Brandt, aber... Ehemalig Monier. Das ist irgendwie seine Ex-Frau oder so? Kann das sein? Hat keine Ahnung. Ex-Frau? Das heißt nicht, ob er eine Ex-Frau hat. Weil die steht hier als... Oder ist es Schwester oder Bruder? Ja, verwandt ist halt alles, ne? Verwandt kann alles sein. Genevieve Brandt, ehemalig Monier. Verwandte, bekannte John Brandt. Oder ist er verheiratet? Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind doch verheiratet wahrscheinlich hier, oder? Oder? Ja, aber der ist doch mit der... Ja, eigentlich schon, oder? Aber der ist doch mit der Taylor zusammen. Ist der mit der Taylor zusammen? Wusste ich gar nicht. Ja. Okay.
Dann ist es ja noch wilder. Aber mit Herrn John Brandt verheiratet, ja. Hä? Steht hier sogar unter Information. Jetzt rufe ich einen Brand mal an. Jetzt bist du brandheiß, ne? Schön. Nicht, dass seine Frau, seine ehemalige Frau gesucht wird. Oder so. Oder vermisst wird. Ja, hallo. Scott ist einfach richtiger Detektiv. Wir haben hier gerade Leuchtturm und Fahrzeug gefunden von einer Genevieve Brandt oder sowas. Ist bei der alles in Ordnung? Wissen Sie das? Sind Sie mit der verwandt? Anscheinend ja schon. Ex-Frau. Ah. Weil. Okay. Weil das mitten am Leuchtturm, das ist ein Cabrio mit offenem Dach, das ist total merkwürdig. Ja, check, alles klar. Okay, hätte ja sein können, dass sie was wissen. Alles klar. Dann viel Spaß noch. Tschüssi. Was sagt er? Cool, sollen wir halt mal anrufen. Gedacht, aber. Sollen wir halt mal anrufen und fragen, ob heute alles gut ist. Ja. Mach das. Zur Not gehen wir da einfach mal ein bisschen Fußstreife da am Leuchtturm. Gehen mal ein bisschen die Umgebung ab. Aber ja, ruf sie währenddessen schon mal an. Mach aber nicht mit Privatnummer, ne? Nee, nee. Über die Fahrschule. Okay. Ja. 900 war Info, ne? Ja. 910 ist Notruf. Genau. Wird man nicht dran. Ja, dann gehen wir mal ein Stück hier und gucken einfach mal, ob wir was finden. Man muss ja nicht immer direkt vom Schlimmsten ausgehen, ne? Warum fährt die, also mal unabhängig davon, ne? Und warum fährt man hier hin, ja? Nein, warum? Nicht nur das, so. Hier ist ja, mein Gott, das Haus und so, aber mit offenem Dach. Ja, und warum? Sehr, sehr merkwürdig. Meld uns mal als Fußstreife hier an. Die 518 ist fußläufig am Leuchtturmmann unterwegs. Check, passen wir sicher auf. Ja, aber. Sieht auch nicht beschädigt, oder? Na. Sieht ganz normal intakt aus. Schon komisch. Auto ist aber abgeschlossen, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, dann wird da schon alles passen. Aber warum fahre ich mit offen? Ja, es sind viele Fragen. Gehen wir einfach ein bisschen da hoch, gucken. Ich liegst du da vorne. Das will ich nicht hoffen. Also grundsätzlich irgendwie schon. Weil grundsätzlich ist die Überlebensmöglichkeit dann noch ein bisschen da. Hey, war eigentlich auch nicht. Ex-Frau gefunden, sie ist tot. Ja, ja, die Nachricht aber möchte ich nicht unbedingt. Das hat jetzt nicht so den Anschein gemacht, als hätte sie ihn dringend interessiert. Wenn du gemeint hast, ja, dann schaut halt mal. Ja, ist halt schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Einfach so ein Auto, was hier so doof rumsteht, im Nichts. Ja, so ein Auto vor allem, ne? Ja, gut. Das ist wohl wahr. War geil, wenn wir sie finden, noch eine Akte. Geil! Ich freue mich. Was war das denn? Was war das denn? Was zum... ja gut. Sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Mhm.
Henker. Oh, manchmal passieren hier Sachen, das ist genial. Ah, schön. Hat der Scott einfach mal Flügel bekommen. Warum auch nicht? Wenn es nicht so kalt wäre. Halt, stell ihn mal nicht so an. Also. Ich hole was eben, die werden mit dem Schlaganfall. Oh Mann. Ich glaube, da werden wir nicht wirklich fündig. Ich glaube nicht. Man muss ja schon zugeben, es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Ein Cabrio-Auto, offen, in der Winterzeit, okay, kann man machen. Gut, wir fahren auch mit offenem Fenster, aber ich meine, Cabrio ist immer noch was anderes. Und dann noch hier in der Umgebung, ich dachte schon, der rennt jetzt. Ah. Da jetzt in der Umgebung hier, also ist irgendwie alles... Skateman, wie Papapadabuff. Bitte, was? Tritt da langsam die Verzweiflung ein, oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Ja, alles. Da frag mich letztens, als ich mit Shakira unterwegs war, ey. What the fuck? Alter. Die Staatsanwälte hält nur auf einmal an zu sehen. Ich hab grad eine Stimme aus, von draußen, ey. Oh. War witzig. Ja. 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 Müssen wir wohl dabei gewesen sein. Gut, dass man nicht dabei war. Ja. Die gestern mit Tilo bei uns war, da oben. Ja. Die war auch mit dabei im Auto. Ach! Sie ich war dachte das. Erst, das war sie. Aber das war ein anderer. Wechsel lieber ein die ganze Zeit. Ja komm, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt noch höher gehen. Nee. Geh mal wieder zurück. Da werden wir noch aufgefressen hier. Das hast du jetzt gesagt, aber ja. Eigentlich geh immer vom Schlimmsten aus direkt. Ich gehe ja auch immer vom Schlimmsten aus, aber man muss ja jetzt auch, ne? Immer noch. Überlegen, macht das jetzt noch so Sinn? Sie ist nicht als vermisst gemeldet, dementsprechend machen wir uns halt erstmal keinen Kopf. Das Auto steht da, macht irgendwie alles keinen Sinn. Hinterfragen wir erstmal nicht. Vielleicht sollte man sich's einfach mal aufschreiben, merken, wie auch immer, dass hier mal so eine Geschichte war. Wenn sie dann auf einmal gesucht werden sollte, haben wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Aber das Ding ist halt, das Auto parkt da halt vernünftig, ne? Ist jetzt nicht so von wegen, dass da wie so ein, ja, keine Ahnung, so, ne? Auto von vorne bedroht und so, weil dann bleibst du ja nicht normalerweise nicht gerade stehen. You know what I mean? Parkst ja, ja. Ja nicht früher erstmal ordentlich, ne? Während du da entführt wirst oder so. Oder ähnliches. Das ist richtig. Aber warum lasse ich mein Dach offen? Mit dem Wetter, warum fahre ich überhaupt mit offenem Dach? Ich wollte gerade sagen, bei dem Wetter mit dem Cabrio zu fahren, ist sowieso schon ein bisschen
komisch. Schneid da alles rein, denn die hat doch da jetzt den ganzen Schnee in der Karre. Aber vielleicht ist das eine heiße Frau, die, wo wenn sie sich reinsetzt, da gibt alles schmilzt. Der würde nicht mehr sagen, dass das eine heiße Frau ist. Das war eine hohe Frage. Ist deine Frau eigentlich heiß? Ah, schön. Ah. Ich weiß nicht, ob er das auch so lustig finden würde. Wahrscheinlich nicht. Oh, Mann. Ja, er war auch nicht so ganz begeistert, als er mir das gerade gesagt hat. Ja, das ist meine Ex. Oh. Ah ja. Ach ja, meine Güte. Also ich jetzt mal jetzt, also... Ja, dann soll sie sich auch offiziell scheiden lassen, dass die nicht mehr so heißt. Soll ihren alten Namen wieder annehmen. 5, 1, 3, 10, 30. Die Alte soll mal wieder ihren alten Namen nehmen, ne? Du willst auch nicht so auffallen. Oh, was ich schon wieder aufgedeckt habe. Ich bin verheiratet. 518, vielleicht schon gekommen. Ja, sie kommen. Status, kommen. Da sind jetzt wieder auf dem Weg zum Fahrzeug. Check, letzte Lane. Warum ist da ein Rohr? Warum ist da ein Rohr? Ja, für hier Gewässer. Für Abwasser. Also. Hä? Von wo? Also was ja, soll da abgewassert von, werden? Das Wasser, was da von dem Berg runterfließt, dass da unten durchläuft, dass das hier die Straße nicht flutet, dass das da hinten ist irgendwo der Ausgang. Ja, weil das Problem auch sehr oft auf. Ja, egal. Sie werden schon ihren Sinn haben. Du so Abwasserrohre an sich. Ja, vom Prinzip Abwasserrohre weiß ich auch. Danke. Also. Ja, gerne. Haben wir eigentlich im Wohnort in der Akte stehen? Muss ich nochmal gucken. Dann. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass er einfach in dem Haus da wohnt. Dann hätten wir gar nicht losgehen müssen. Nee, das gehört irgendwem, irgendeiner Firma oder sowas gehört, das Haus. Ja, habe ich auch im Kopf irgendwie, ne? Irgendwie war da doch mal was. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ach, vielleicht arbeitet die da auch. Kann natürlich sein. Ja, wenn es eine Firma ist, ja. Kann es gut möglich sein. Aber ich wüsste nicht, welche Firma. Also. Balla. Hier ist jetzt irgendwie lustig, finden wir jetzt aber, dass das Auto weg ist. Okay, ich dachte schon. Wissen wir, dass die auf jeden Fall nicht damit unterwegs ist. Ich schaue mir gleich nochmal an, ob die hier irgendwo wohnt oder wo die wohnt. Ja, ich guck mal eben an. Haustürschild. Klingelschild heißt das auch, aber ist okay. Haustürschild. Erinnert mich so ein bisschen an 7 Days, wenn ich das hier gerade sehe. Bisschen 7 Days Feeling. Wo ist denn... Muss echt da vorne hin, ne? Achso, er sitzt auf dem Fahrersitz. Ne, komm. Dann geh ich mal eben einmal rüber. Was für eine Firma ist denn hier? Vor allem, wer ist bitteschön so schlau und packt das Tor da hinten hin? Also... Und die Haustür ist auf der anderen Seite. Hier ist auch eine Haustür. Sind also zwei Haustüren. Das macht es nicht besser. Steht hier was am Briefkasten? Irgendwas vom Briefkasten hier entnehmen? Nö, ne? Schade. Okay. Scheint es ja irgendwie... irgendwas Ladentechnisches zu geben.
Herbal Witchery. Die Tür war sogar offen. Ne, okay, man kann. Herbal Witchery? Herbal Witchery? Sagt mir gar nichts. Sagt dir Herbal Witchery was? Ja, genau, Herbal. Das ist halt irgendeine Firma. Ja, irgendeine Firma. Habe ich auch gemerkt. Steht da am Klingelschild dran, aber ja, klingeln könnte man jetzt, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber Herbal Witchery, sag mal. Doch, das habe ich schon mal gehört. Herbal Witchery. Machen die denn? Ja. Immer auf der Suche nach den Schätzen der Natur. Machen die so Outdoor-Scheiße? Status, neues Jahr, neuer Look. Wir haben uns ein... Okay. Diverse Produkte aus Heilkräutern und Pflanzen. Ja, genau. Ah, ja. Wild. Genau. Ja, gut. Ja, gut, dann brauche ich die Rahmennummer auch gar nicht überprüfen von dem Fahrrad. Ja, wird dann wahrscheinlich Herbal Witchery gehören, ne? Sonst wird es da nicht stehen. Haben wir einen Wohnort drinstehen in der Akte? Nö, ne? Negativ, nein. Nur Herkunft. Orlando. Ja, die bringt uns ja nichts. Oder was? Orlando? Ich weiß gar nicht. Weiß nicht mehr. Wow. Der Komet ist außerdem in der Akte, okay? Du hast gerade reingeguckt und hast es jetzt schon wieder vergessen. Stark. Das könnte fast von mir kommen. Pass auf, was ich aber weiß, sie hat 2021 eine Akte gehabt wegen Nichtbezahlung von MD. Ja und? Ja, okay. Der Komet ist in der Akte noch gelb und sie hat noch einen Sugoi. Ja gut, Farbe musst du ja nicht abändern. Das ist ja nur nette Info von den Zivilisten, wenn die da auf uns zukommen. Diesbezüglich müssen sie ja nicht. Nee, aber ist witzig. Dieses gelbe Fahrzeug. Ja, siehst du nicht dieses Gelb? Siehst du es nicht? Ja? Mach doch mal die Augen auf, Junge. Ich glaube, ich bin farbenblind. Ja. Wir fahren aber später nochmal vorbei, gucken, ob es hier steht. Merkt ihr mal, dass hier ein Fahrzeug steht. Wenn du heute Abend nochmal unterwegs bist, kannst du ja nochmal deinen Streifenkollegen, mit dem du unterwegs bist, nochmal darauf hinweisen. Ansonsten, ich fahre da auch nochmal hin, wenn ich heute Abend da bin. Ja. Wenn es dann weg ist, ist gut. Wenn es nicht weg ist, ja, nochmal versuchen anrufen und das war's. Will ich jetzt keinen. Ich rufe, oh Gott, ruft sie auch zurück. Wer ruft zurück? Was? Vielleicht ruft die ja auch noch zurück. Achso. Achso, okay. Ist schon wieder Diesel? Der hat jetzt ja auch ein bisschen im Hinterkopf. Nee, der wird jetzt ganz schnell wieder. Also wenn er schon so mies gelaunt war, wird das ganz schnell. Aktiv sein. Die 518 ist wieder aktiv. Ich glaube, der wird das ganz schnell wieder aus seinem Kopf löschen. Wenn er schon so reagiert hat. Nee, wahrscheinlich. Ich find's lustig. Wir suchen diese komischen Schlipsträger und finden einen verwahrlosten. Also, was ist verwahrlostes? Aber halt ein Fahrzeug, was einfach doof rumsteht. Ja, das stimmt. Ich hab das Gefühl, wir gehen irgendwas auf der Sache, die wir nicht auf der Sache gehen sollten. Eventuell. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab so irgendwie das Bauchgefühl. Das wäre. Naja, geil. Weiß ich jetzt nicht, ob's geil wäre, aber. Ja, wir haben Fall. Für ja, die ja, ja, jetzt also. Nicht so. Für uns wäre das was ganz Dickes, wo wir dann da hinterher sind. Oh ja, vor allem halt erfahrungsmäßig nimmst halt unfassbar viel mit, ne? Das ist halt so der Punkt, der so eigentlich so am wichtigsten ist, die Erfahrung halt. Ne? Du nimmst halt wirklich die Erfahrung mit. Die natürlich hast, ist natürlich sehr cool, ne? Definitiv. Ein bisschen stolz auf mich. Welcher Rekrut kann von sich sagen, dass er nach dem dritten, vierten Tag oder so eine eigene Festnahme hat und Täter selber gestellt hat? Ja, läuft. Das ist super. Ich finde das total cool.
Ja, ja, gut. Verstehe ich. Am zweiten Tag 13,99 hintereinander gehabt. Ja. Ja, gut, da sollte man jetzt vielleicht eher weniger stolz drauf sein, aber ja. Das nee, stolz in dem Sinne nicht, aber das ist halt mitgemacht. Krasse Erfahrung. Fahr mal hier links. Hier links? Wo soll ich denn hier links fahren? Hier links. Ja, da sind wir gerade hergekommen, ne? Nein, hier auf den Hof. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Bin mir nicht sicher. Ich mache mit dir Sachen hier. Ich glaube, ich brauche einen neuen Streifenpartner. Der wird mir zu Detective-lastig. Ist das Tor da rechts? Ich verstehe, Leute. Das Tor da rechts? Steht ein Van und da steht hinter uns. Offen, da steht eine Person drin, die telefoniert. Ja gut, meine Güte. Ist ja jetzt nichts Verdächtiges. Nein. Ich hab's nicht gesehen. Also ich hab's gesehen. So mein. Ja, okay, cool, aber wow. Ich dachte, du kommst mit was richtig krasses. Ich denk mir so, okay, was hat er jetzt? Hat er jetzt ein Drogenlabor auffindig gemacht? Ja, aber vielleicht ist es ja da drin hinter dem Wagen, weißt du's? Erstmal ein Van, der da drin steht und irgendeine Olle, die telefoniert. Ach, jetzt ist es sogar eine Sie. Vorhin war es noch ein Er. Ja, das war eine rothaarige Tante. Ah ja, Deli-Tante sozusagen, ne? Oh Mann. Ich glaube, du wirst später echt ein Detective, Alter. Da sehe ich dich irgendwie. Du hast so ein richtiges Schnuppernäschen. Hab ich auch schon gesagt. Ja, aber irgendwie passt es zu dir. Irgendwie passt es einfach zu dir. So ist es jetzt mein Eindruck mittlerweile. Also. Ja, aber das Problem ist, als Detective, also so wie ich es mitbekomme, ja, hast du halt keinen wirklich normalen Streifendienst. Das ist korrekt, ja. Ja. Und ich will ja trotzdem meinen normalen Streifendienst haben. Ja, dann gut, okay. Stecke ich lieber im Streifendienst ein bisschen meine Nase noch irgendwo rein. Na ja, gut, eigentlich, ich glaube, also wir als Deputies sollen ja trotzdem ja noch, Detective-Arbeit machen, hört sich jetzt falsch an, aber halt mal die Nase irgendwo reinstecken und, ne, überprüfen. Das ist ja sowieso so ein Ding, was ja jeder machen sollte. Ja. Aber mir lässt die Situation von gestern auch keine Ruhe. Also das ist irgendwie alles in allem echt sehr, sehr komisch, was hier abgeht. Was war das? Wilson Farm, ne? War das Kennzeichen? Von Wilson waren das, genau. Für den. Vielleicht sollten wir da mal welche fragen, ob die was wissen, ob da irgendwie Probleme mit irgendwelchen Leuten sind oder so. Mit Schlipsträgern. Ja. Können wir gerne tun. Kann ja auch Schutzgelderpressung oder sowas sein, was weiß ich nicht. Ja, nee, können wir machen, klar. Ich glaube, wir fahren doch gerade hier durch die Wilson Farms, ne? Ich verwechsel dich jetzt mal. Es gibt ja einmal die Union und die Wilson. Die Wilson waren die Roten. Also sind die da links von uns. Die sind, glaube ich, links von uns. Fahren wir mal für Bay in Küken mal. Kicken wir mal. Ich weiß nicht, welche ist. Naja, aber hier sind auch die ganzen roten Fahrzeuge. Also, beziehungsweise hier waren mal rote Fahrzeuge. Hat ja auch mal Leute angetroffen, aber ich sehe auch gerade keinen. Dass wir Genehmigung haben, auf die Felder fahren zu dürfen. Ja. So. Dann haut mal die Augen offen. Telefon, hey. Oh, hier ist tolles Gehör. Hallo, Brand. Hallo, der Kollege Calloway möchte seine Aussage in deine Akte eintragen. Die hast du nur leider nicht freigegeben. Darf ich die freigeben? Hey, warum hab ich die nicht freigegeben? Weiß ja, nicht, gib frei, wohl. Alles gut. Darf ich freigeben? Ja, darfst du. Danke dir, ne? Dann veröffentliche ich die Macht. Ja, danke, ciao. Mehr wollte ich gar nicht, ciao.
Hä? Okay, gut. Also ich kriege auch mittlerweile nur noch Anrufe von Brand. Es, Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ach ja, doch. Wir arbeiten ja gut zusammen. Dann ist ja gut. Das läuft. Aber ob ich jedes Mal von meinem Boss angerufen werden will, weiß ich nicht. Naja, ist ja nicht mein Boss. Ja, Vorgesetzter auch. Er ist mein Vorgesetzter. Mein Boss ist Kowalski. So gesehen. Ja, das ist ein Argument. Ansonsten der nächste Boss wäre Trampley. Also nach der richtigen Führungsriege. Nein, nach der richtigen Führungsriege. Weil wir sind ja Operation. Ne? Wir sind ja Operation, ja, wir sind ja Deputies. Dementsprechend sind wir in der Operation. Dementsprechend ist Trampley unser Commander. Dementsprechend ist Trampley unser Boss. Jetzt halt abgesehen von der Führungsriege. Die, die kannst du nicht toppen. Sondern du bist selber irgendeine Führungsperson. In der Boss hier, kauf den Bums. Achso, du kaufst den sogar. Ja klar, ich bin reich. Alles klar. Soll Kühe melken gehen. Ja, richtig Bock drauf. Ruf doch mal bei der Wilson Farm an, ob überhaupt irgendwer da ist. Die haben doch, glaube ich, eine Hotline, oder? Oh, du bist ja jetzt motiviert. Weil ich suchen muss. Oh nein, du musst suchen. Wolzen, scheiße. Wolzen? Ja, Wolzen haben oder was? Die Wolzenfarbe, wer kennt sie nicht? Hilft 2233, sind du lustig oder nicht? Was, 22? 11-22-33. Ach. Ja, okay, das ist in der Tat. Ja, stimmt, die haben ja so eine lustige Nummer. Stimmt. Auch keine Ahnung. Ist das so? Ist gut. Dann werden wir auch kein Antreffen von der Wilson Farm. Das wird ein bisschen schwierig. Ja, was willst du machen? Oh, schön, herrlich. Herrlich, schön. Der Wahnsinn ist zurück. Super. Alter. Was ist denn los mit dir? Achso, dass du gleich so ausrastest, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, also, gut. So stark war der jetzt auch nicht. Okay. War der echt so lustig? Also, ich fand ihn lustig, ja, aber doch nicht so lange lustig wie er. Geht gut. Alles geht gut. Wieder. Geht wieder. Diese Verzweiflung in der Stimme. Ah, diese Verzweiflung. Ja, was jetzt hier so lustig gewesen sein soll. Ja, also. War jetzt auch, ich würde jetzt ein bisschen überlegen. Der war zwar lustig. Aber so schon, lustig? Doch, der war schon stark. Wow, der war stark sogar. Ui, okay. Naja, gut, dann. Ich fand den stark. Ja. Bin sicher, mein Kollege von der Fahrschule wäre auch. Aua. Ich kann das auch. Hier, bei mir brauchst du da nichts lostreten, das ist bei mir Standard. Ich glaube, mir ein Kollege in der Fahrschule, der ist extrem schlimm. Es gibt immer schlimmere als mich. Also alles gut. Mit dem kannst du dich nicht unterhalten, ohne dass der dir irgendwas da erzählen will. Okay. Na dann. Ein einsames Auto. Das ist bestimmt auch ganz kriminell, das Auto. Nee, das ist die Farm. So, weißt du? Das ist die grüne Farm, die andere. Ach, die haben solche Autos, die können sich keine besseren leisten, oder wie? Die haben alles auch, wenn du da mal welche siehst.
Ja. Muss man eben eine Sache nachgucken. Was denn? Dat denn? Ja. Was denn dat denn? Das ist die. So. Haben wir überhaupt eine aktive Streife unten in der Stadt? Brandstreife war, glaube ich. Dat, genau. Sieht jetzt aber eher nicht danach aus. Ich sehe unten keine einzige. 513 müsste das sein. Die sind 30 MRPD. Ah, okay, beim MRPD sind sie ja check. Laut Streifen. Forensik, die Frau Nuck ist noch im Dienst. Die Frau Taylor, ja, weil ich würde irgendwie schon gerne das nochmal checken, ob bei Dillys nochmal jetzt was ist wieder. Aber eigentlich werden sie da nicht sein. Also wir können da gerne mal über den Hof fahren. Wir sind ja die einzige aktive Streife momentan. Pack mal Leitstelle, oder? Was, du willst die Leitstelle fragen? Ja, ob wir als einzige aktive Streife mal in den Süden sollen? Die stehen ja 10:30 MRPD. Oder? Oh, kannst du mal machen. Kannst du mal fragen. Ansonsten kannst du eben schon mal sagen, fahren wir trotzdem mal kurz runter nach Dillys. Einfach nur kurz gucken und dann fahren wir wieder hoch. Die Leitstelle für die 518? Achso, ich dachte, du rufst an. Okay, mach halt so. Leitstelle, hörte. Frage, wir würden einmal kurz zu Dillys in die Stadt was überprüfen kommen. So, wir nehmen, kommen. Ja, alles klar, so verstanden. Sollen wir dann in der Stadt auch mal ein bisschen fahren, weil die andere Streife ja gerade 10:30 ist, kommen? Ja, wir haken da mal kurz ein, sind gleich wieder aktiv. Wir können auch sonst für die Überprüfung vornehmen kommen. Ja, dann würde ich kein Rad kommen. Ja, check. 518, ne? Ja, Brand liebt uns heute auch, glaube ich, ne? Mhm. Muss ich den wieder anrufen? Bei Dillys hab ich gestern nämlich noch nach Feierabend wieder so Anzugträger gesehen, die auch mit so einem SUV unterwegs waren, wie der hier in Grapeseed gestern rumgefahren ist. Und die standen ewig vorm Dillys rum und da wollten wir jetzt mal schauen, ob wir da irgendwas sehen, weil die haben sich dann da noch mit anderen getroffen, ob da irgendwo in der Nähe was liegt, in Mülltonnen oder sowas vielleicht. Oder sonst irgendwelche Spuren. Nee, einfach nur generell gucken, ob da irgendwas ist. Ja, dann fahren wir selber runter, oder? Sag mal. Ja, check. Ne, falls es da steht, wollen wir halt checken. Okay. Danke, tschüssi. Okay. Hatte er jetzt keinen Bock, sich mit unserem Fall auseinanderzusetzen und lässt uns jetzt selber machen, richtig? Korrekt, genau. Ja, dann ist ja auch am sinnvollsten, meine Güte. Die 518 aktiv Richtung Dillys. Check. Der denkt sich auch, hä? Wer soll sich denken, hä? Leitstelle. Warum? Wir haben gesagt, dass wir per Draht mit Brand erstmal in Kontakt gehen. Leitstelle ja mitbekommen. Also, ich finde da jetzt nichts. Hä? Weil er erst gesagt hat, ja, wir können ja auch fahren. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, das klären wir per Draht. Hm? Ja. Aber ja. Ja. Ach, ich wollte da was ermitteln. Ja, da habe ich doch gar keine Ahnung von. Ja, aber es war auch kein SUV gestern, ne? Es war ein Sportwagen. Nee. Ja, genau. Ja, weil du hast nämlich gesagt SUV. Ein SUV war gestern nie die Rede davon. Nee, den SUV habe ich aber gesehen in derselben Farbe.
Also mit einem. Das habe ich verstanden, aber so wie du das Band gesagt hast, das ist eigentlich. Ja, falsch gesagt, sag ich mal. Hätte sagen müssen, ein SUV mit gleicher Farbe mit dem Fahrzeug, was wir gestern hatten, noch, woher, was wir noch kontrollieren wollten. Also hättest du anders sagen müssen, eigentlich. Grundsätzlich, aber ist ja egal, meine Güte. Das sind jetzt Kleinigkeiten. An die hängen wir uns jetzt mal nicht auf. Nee, ich wollte mich nicht auf. Da bin ich aber beruhigt. Dass du mich jetzt nicht aufhängen wolltest. Ich wollte mir nicht vor. Ah ja, das ist aber schön. Mann. Guck mal, sonst fahre ich diesen Weg immer nur nach Hause. Jetzt fahre ich den Weg mal mit dem Streifenwagen hier runter. Mal was Schönes. Oh, die Luft ist sehr, sehr dick hier unten. Ah, Nahtoderlebnis oder wie? Mhm. Ja, gut, verstehe ich. Eieiei. Gewöhnt man sich dran. Bin ich wieder wach. Das ist Sekundenschlaf. Ah, ist das nicht. Das ist ätzend mit den Delays manchmal, ne? Oder halt mit diesem komischen, ja, keine Ahnung, was das ist. Ob das wirklich jetzt Delay ist oder nicht, keine Ahnung. Alter, da läuft eine Person. What the fuck? Das ist aber. Ja, mutig? So. In der Stadt ist jemand zu Fuß unterwegs. Also, eher so entspannt über diese Auffahrt rüber zu gehen, ist ja, halt mutig, aber na gut. Grundsätzlich heißt es ja auch Augen auf dem Straßenverkehr, ne? Das ist richtig. So, wir fahren jetzt vorher tanken. Und fahren dann bei Dings. Und hier links rein. Ist der Laden. Und die stand nämlich genau das hier links auf seh dem ich Parkplatz nicht. An der. Also rechts. Rechts meinst du. Dann da auf diesem Parkplatz ganz vorne an der Ecke saßen die da drin in dem Wagen die ganze Zeit. Und an die andere Ecke ist dann ein anderes Fahrzeug auf einmal angefahren. Okay. Guck mal einfach gleich mal. 518-1020. Endlich mal einer, der nicht mehr Jing Jang sagt, ey. Jing Jang, Alter. Geil. Es war am die 71 ist die 502 für eine Überführungsfahrt zum Palito Bay, O6-Fahrt. Check. Silvester. Ja. Was war Silvester? Da hat einer gefunkt, wir sind 1020 Jing Jang und dann hat die PD66 reingeschrien. Es heißt nicht Jing Jang! Genau, es heißt nicht Jing Jang, das heißt Jing Jang! Ja, aber hat sie ja recht! Hat sie ja recht! Ja. Ist ja grundsätzlich nicht falsch! Ich weiß auch nicht, wie das eingetrichtert und dann wurde. Aber wer hat denn dann gefunkt? War das McBride? Ich glaube, McBride hat. Nee, oder Sanders. Sanders war das. Der dann gesagt hat, das BCSO bedankt sich recht herzlich dafür. Was? Echt? Stark! Ich darf uns nicht aktiv funken. Nochmal 10-20, die lese hier und dann. Ist das eigentlich hier ein Parkplatz überhaupt? Also nicht jetzt im Käfer jetzt irgendwie. Das ist eine Einfahrt, also da rechts ist ja die Einfahrt, ist so wurscht. Nee. Ich hab Blaulicht auf dem Dach. Ja, wer klar, das weißt du, das gibt uns dann. Die Polizei rufen. Wer weiß, das gibt uns dann das Recht dafür, dann Gesetze zu brechen, ne? Anstatt hier gibt's auch einen Parkplatz. Wir hatten ein Kollege mal gesagt, sollen sie halt die Polizei rufen. Ha. Oder werden wir mich kontrollieren, die Polizei. Ja, und hier stand der Karren. Hier stand der also, okay. Hier. Okay, wir einmal außen rum, würde ich sagen. 5, 1, 8, 10, 20. Check. Das ist ein geiles Auto, aber. Das Gelbe? Ja, zu sportlich finde ich manchmal. Also, ne, es darf auch nie zu sportlich sein, finde ich. Haben wir hier irgendwas drin? Ja. Nee. Ganz Menge Schnee nicht. Und Müll. Riecht immer so gut.
So, haben wir hier irgendwas Schönes? Nein, auch wieder nur Müll und Schnee. Schön. Mülliger Schnee. Die Frage ist, inwieweit dürfen wir hier offiziell sein? Das ist hier öffentlich betretbar. Also es ist ja nicht abgezogen. Telefon. Brand D-Ringer, wunderschön. Hi, Mike hier. Magst du mir leicht schnell abnehmen? Ich müsste langsam in Dienstunterbrechung. Ja, kann ich machen. Ich bin gerade nicht am... ist alles im Streifenblatt eingetragen? Ist alles verständlich, ja, ne? Ja, also bis auf jetzt, ist jetzt 10:20 die Liste, gell? Ja, genau, das weiß ich ja. Also, bis auf das ist alles aktuell. Alles klar, nee, perfekt, weiß ich Bescheid, kriegen wir hin. Was, dann trage ich dich auch ins Leitstellenprotokoll an. 5, 1, 3, wieder aktiv. Passt, danke dir. Jo, gerne, bis dann, ciao, ciao. Ciao. Soll ich jetzt checken? Checkt er noch? Ja, okay. Er checkt noch. Gut. Da nehme ich jetzt mal die Leitstelle. Ich freue mich. Hier ist auch nichts drin. Schade. Die SD90 übernimmt die Leitstelle. So. Also grundsätzlich würde ich sagen, weil hier nichts eingezäunt ist, kann man ja eigentlich schon drauf. Also. Mhm. 502 1030 Palito Bay. Sind doch keine Müllcontainer oder so, ne? Check! Ja, nee, ich glaube, hier findest du auch nichts. Guck mal, ist das Auto mit diesen komischen Papp-Dingern. Ja. War aber schon mal mehr mit Pappe bedeckt oder so, oder was auch immer das für ein Style ist. Finde ich also. Also, da stand damals unten bei. Bei der Kreuzung unten, wo Yachthafen. Wie heißt es noch? Las Bada. Da stand das immer. Aber das hatte mehr solche. Mehr von solchen Dingern. Ja, den Wagen habe ich auch schon gesehen. 5, 1, 3. Ja, check. Ja, naja, aber. Ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden. Nee. Ich nicht. Warum sollten wir auch fündig werden? Achso. Ne? Ich wusste jetzt auch nicht, ob ich gestern dann noch hätte Williams anrufen sollen, ihm das sagen sollen, dass der das beobachtet mal mit oder so. Ah, nee. Ich bin dann ins Haus rein, ja, einfach und fertig. Das würde ich nicht machen. Warte mal, eben so hier. Stadtpartner. Schreiben ist wieder schwierig. Ich bin dann hier an der Straße, also ich bin halt einmal die Straße runtergefahren, weil ich noch kurz an die Fahrschule bin. Da habe ich die das erste Mal gesehen. Und beim Zurückfahren standen die da immer noch. Aber da konnte ich, das war so neblig, konnte ich das Kennzeichen einfach nicht im Vorbeifahren erkennen. Und ich konnte jetzt schlechter hinter stehen bleiben, Kennzeichen notieren und weiterfahren. Alles gut. Alles gut. So, warte mal. So, sie ist jetzt 10:30. Genau, sie macht ja Fuhrparkgedöns. Ja, und sie ist Forensik. Ja gut, dann fahren wir mal wieder hoch, ne? Ja. 518 aktiv Richtung Norden. Check. Alter, FPS-Lex! Drops meine ich. Nicht Lex. FPS-Lex. Wer kennt sie nicht? Die guten alten FPS-Lex. Geil.
Könnte nichts Besseres geben. Einmal mit Profis, ne? Ah, ja, shit, mir fällt gerade was ein. MD war schon da, oder? 34. Gut. Ja. Ungünstiger Zeitpunkt, hier 10:30 zu sein. Na, check. Ah, check. 513? Gar keine 51. An welchem Arsch der Welt sind wir denn hier schon wieder eigentlich? Ach, egal. Komm, ich bin Leitstelle, ich brauch das nicht durchgehen. 513 30 östliche Seite vom Stadtpark. Okay. Ah, check. Was? Was macht ihr denn? 511 10 20 Bonus. Ah, check. Falscher Knopf. Check. So. Ganz viel hin und her hier wieder. 62. Die Stimme sagte mir was. Wenn wir doch gerade hier unten in der Stadt sind, dann können wir doch mal eben ins MD huschen, ne? Hey, ne? Ein wunderschön. Der MD war da, um deine Frage zu beantworten, ja. Ja, können wir mal eben am MD vorbeifahren. Ich habe uns jetzt nicht 10:30 gemeldet, ich hatte keinen Bock. War ich mir ja eh Leitstelle. Wenn du es mitbekommen hast, ist alles gut. Ich hatte schon Angst, wir sind gleich verliebt und so. Ja, alles gut. Das kriege ich ja schon mehr. Also, ich achte schon so ein bisschen auf meine Umgebung. Ja, danke. Ich habe nicht nur Scheuklappen auf. Nee, ich wurde auch schon von Tramble und Williams stehen gelassen. Gut, bei mir wird das nicht passieren. Ich glaube, ich fahre gerade Umweg, ne? Kann das sein? Ein bisschen, aber es gibt mehr. Ja, schon lange nicht mehr in der Stadt gewesen. Ah, jetzt rechts. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Okay, sorry, du Model. Ja. Hummel. Nee. 5-1-10, 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 5
ganze Zeit die große Klappe haben, aber dann nicht das machen, was man machen musste. 513, wieder aktiv. Ja, check. Die 5 1 18 30, empty. Check. Warum hast du jetzt 10:30 gemacht? Ich weiß auch nicht, was du hier willst. Ja, ist gut. Hallo, kommen Sie gerne ran. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, guten Abend. Ja, fast. Aber so schlimm ist noch nicht, ne? Nein. Ach ja, alles gut bei Ihnen? Ja, und soweit. Info, der ist Info-Hotline. Ja. Wer auch immer versucht hat, die Wilson Farm zu erreichen, diese ist nun erreichbar. Ach, guck mal, Kollege. Ne? Ende. Was verschafft ihn? Ach, ich dachte mir mal so, wenn wir schon mal hier unten sind vom Sheriff's Office, dann können wir ja auch mal Hallo sagen. Weil ich habe sonst haben wir nämlich nie die Gelegenheit, hier unten zu sein. Ja, sie sind sehr im Norden eingespannt. Ja, richtig. Wie Pferde. Ein bisschen. Ja. Sie können auch einfach so vorbeikommen. Ja, aber wir sind ja, also wenn wir oben stationiert sind, sollten wir auch oben sein, ja? Also. Ihr könntet ja einen Stützpunkt im Norden aufmachen, dann richtig. Können wir euch auch besuchen kommen. Sagen Sie das unseren Chefs. Ja. Warum hat die keine Arme? Ja, schön. Warum hat die keine Arme? Ich dann sagen Sie angenehm. Ja, also ich meine, Norden oben ist super. Ist echt schön. Ja. Angenehm, ist entspannt, da passiert nicht so viel. Ja, das ist wohl wahr. Nee, aber mal eine andere Frage. Ja. Zwei Fragen sogar, fällt mir ein. Ja, ihr habt ja damals Triage-Schulungen für uns angeboten. Ja. Kommt da nochmal was? Ich frage für einen Freund. Ich würde das nochmal absprechen. Ich würde das mal mit der Verwaltung absprechen, wie das da aussieht. Weil wäre ganz gut, ne? Eigentlich. Check. Prinzip her. 513, okay, 20 Dingyang Tankstelle. Ja, Moment. Check. Sie kennen das Problem mit der Leitstelle, ne? Ja. Ja. Kann mal einer die 14 rumziehen? Jo, mache ich. Die andere Frage ist, ich will einen Flugschein machen. Da muss ich ja auch so ein ärztliches Dingsbums machen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Genau. Mir ist der Name entfallen. Flugtauglichkeitsbescheinigung brauchen wir. Genau. Sie. Mhm. Macht man das an einem Tag? Macht man das an mehreren Tagen? Wie läuft das ab? Check. Das ist jetzt neu, dass das in zwei Terminen stattfindet. Einmal ein medizinischer Teil und einmal ein psychologischer Teil. Ja, geil, schon wieder psychologisch. Wuhu! Hab sie raufgezogen. Perfekt, danke. Die Dame mit den zwei Zöpfen, Sie können den Finger außerdem runternehmen. Hi. Ich möchte Ihnen was ganz Wichtiges zeigen. Ah. Ja, die Zeitung ist interessant, aber. So interessant auch nicht, ne? Okay, cool. Sollen wir Sie auf den Terminplaner schon mal schreiben? Ja, wäre cool. Wenn wir da irgendwie einen Termin schon hinkriegen würden, dann hätte ich das zumindest schon mal fertig. Ich habe zwar noch nicht angefangen, aber fest steht's. Also brauchen werde ich es ja sowieso irgendwann, ne? Wann sind Sie denn immer da? Oder erstmal ganz von vorne. Haben Sie einen Ausweis für mich? Nein. Natürlich nicht. Okay. Also cool. Gut, dann können wir keinen Termin machen. Ja, gar nichts. Bitteschön. Das wäre schwierig, wenn ein Deputy keinen Ausweis dabei hätte. Das ist so richtig. Ja, aber kann ja auch sein, dass der geklaut worden ist. Ja, gut, das ist grundsätzlich korrekt, ja. Stimmt. Mhm. Gut, dann hätte man zur Not auch noch einen Dienstausweis. Richtig. Ja, ich kann jetzt hier richtig angeben. Hier. Gucken Sie bei mal. Unserem Dienstausweis steht auch richtig viel drauf. Nee, der hat einen anderen Dienstausweis. Ich habe noch einen anderen Dienstausweis. Aha. Der ist auch wunderschön. Ja, ne? Schön in schwarz-weiß. Bewährungshelfer ist er. Aha. Ekelhaft. Okay. Okay, gut, verstehe. Ich habe da ganz viel Liebe, das ist wow. Haben Sie eine Telefonnummer für uns? Aber natürlich. 535375. Hat er 535375? Ja. Ziemlich simpel. Ja. Ich
bin stolz auf mich, dass ich sie endlich auswendig kann. Das konnte ich selbst nach einem Dreivierteljahr nicht auswendig. Ich bin auch bald ein Jahr hier, ich kann die nach wie vor nicht auswendig. Ja. Sag jetzt meine nicht, weil sonst würde ich als Streber dastehen. Ich kann meine aber, ich kann meine in- und auswendig seit Tag 1. Ja, manche können es, manche können es nicht, ne? Wann hatten sie denn immer Zeit? Ich habe dafür andere Qualitäten, ne? Okay, das halt. Check. Wann hätten sie denn immer Zeit? Also grundsätzlich bin ich eigentlich immer abends da. Ich überlege gerade. Donnerstag könnte ich nur nachmittags. Mhm. So ab, ja, 14:30 circa. Ansonsten okay. Freitagabend noch, also für diese Woche jetzt. Noch Freitagabend, so ab circa 20 Uhr, sag ich mal, oder so, wenn das geht. Wenn das passt. Freitagabend. Ich trage das mal ein. Ja. So, wie viel Uhr ungefähr? Wie viel Uhr ungefähr? Achso, das habe ich ja gerade gesagt, so ungefähr, also Donnerstag 14:30, Freitag so 20 Uhr. Wenn ich jetzt früher könnte, ich weiß nämlich nicht, wie das bei mir Freitag aussieht, weiß ich nicht, können ja auch früher vorbeikommen, so ist nicht. Wir können ja, ich trage mal einen Freitagabend, 20 Uhr. Mhm. Und wenn dann irgendwie noch was sein sollte, melden sie sich dann einfach. Ja. Über den Info-Hotline so. Dann, ne? Genau. Ja, das kriegen wir hin. Nicht Perfekt. Das Problem. Also die beiden Termine stehen jetzt fest, oder wie? Das ist einmal der medizinische Teil und für den psychologischen Teil melden sich dann die Psychologen nochmal. Ach so, das sind also zwei Termine. Genau, sind zwei also Termine. Zwei Termine für den medizinischen und... Nee, ein Termin für den medizinischen und ein für den psychologischen. Ach so, und bei dem psychologischen melden sich die Kollegen, ob der Termin so eingehalten werden kann. Wann der dann stattfindet, der Termin für die Psychologen. Genau. Das ist dann ein anderer Tag wahrscheinlich als bei mir jetzt. Okay, jetzt stehe ich gerade auf Schlauch. Also ich habe jetzt zwei Termine angegeben und... Du hast die beiden Termine, Freitag. Die du angegeben hast, sind nur für die medizinische. Entweder genau. Ist sie da oder da. Genau. Ah, okay. Freitagabend. Ja. Und dann die Psychologen werden sich nochmal melden bei Ihnen. Okay, und die Psychologen geben mir dann einen Termin und ich merke mir jetzt einfach nur den Freitag. Genau. So, okay. Meine Güte. Denke ich wieder kompliziert. So, ich schreibe mir das mal eben auf. Das war eine schwere Geburt. Oh Mann. So, Freitag, 20 Uhr. Dann, klar, ich schreibe hier nur 12 rein, klar. So. Genau, dann melden sie sich hier am Leitstellentresen und dann kommt... Wie heißt das? Flugtauglichkeit? Ja, ne? Flugtauglichkeitsbescheinigung. Tauglichkeitsbescheinigung. Wunderbar. Guck mal, zwei Fliegen mit einer Klappe direkt geschlagen. Das läuft doch hier. Ja, perfekt. Alles Gärchen. Dann, besten Dank. Dann würde ich sagen, Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenfalls. Danke, danke. Wenn wir uns abends immer auch gerne besuchen, dann kann man immer quatschen. Das ist immer sehr angenehm. Also eher nachts, ne? Ja. Ja, das ist eine andere Definition von Abend. Verstehe ich schon. Ja, dann müssen wir wenigstens nicht eine Tür anstarren. Richtig. Ich bin schon paranoia, dass die Tür näher kommt. Ja, gut, verstehe ich, aber gut, bei uns ist dann immer recht viel los. Und wir dürfen nicht oben aus dem Norden. Oh Gott, ja. Na? Oh, wir sind nur in Ausnahmefällen hier unten. Richtig. Wenn sie angeordert werden. Richtig, so ungefähr. Genau. Heißt, wir sind keine Ausnahme wert, wir verstehen schon. Wow. Das können Sie, meiner Chefabteilung sagen, Chefriege sagen. Das S, die verschmäht uns. Ja. Hallo, SO, ja? Also wenn schon richtig. Okay, SO halt. Und wenn man es ganz genau nehmen möchte, dann ist BCSO, bitte. Oh, das war so klar. Bleibt trotzdem SD für mich. Ja, ich finde SD auch immer noch schöner, aber naja. Ja. Was will man machen, ne? Ihr funkt doch auch im Funk mit SD-Nummern, oder nicht? Sag ich mal, im Behördenfunk oder so würdet ihr euch ja auch mit SD
Ja, stimmt schon. Ja. Ja, gut, wir sind ja auch, also. Ich überlege gerade. Stimmt, eigentlich müsste das ja auch SO sein. Aber das macht ja keinen Sinn, weil wir sind ja kein Office. Aber wir sind ja auch kein Department. Nicht? Okay. Nein, also wir als Person. Sind wir das Blaine County Sheriff Office. Nein, wir als Person meine ich jetzt. Ach, nee, warte mal. Wie verwirrend. Du bist auch als Person kein Police Department. Ja, das ist richtig. Das heißt also, das Sheriff's Department ist nicht mal mit dem LSPD verknüpft jetzt im Prinzip. Nein, das hat sich auch ausgeknüpft. Wir sind unabhängig. Genau. Okay, was habe ich deswegen alles verpasst? Sind wir auch nur... Kann ich mal bitte einer in den letzten 3 Monaten zurückholen? Ich habe Hat ja niemand gesagt, dass du so lange weg musst? Ja, ich musste auf Fortbildung. Schrei mich nicht an, danke. Ganz wichtig, wir kriegen jetzt auch wieder weniger Grundsicherung. Oh. Ja, okay, geil. Ich gehe nach Hause zurück. Da kommen, glaube ich, trotzdem auch noch nicht. Ja, wir müssen aber wieder los. Gut. Schönen Tag euch noch, Spaß. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Tag euch. Ciao, ciao. Ah, die reden wieder am heißen Brei. Kannst du dich mal strecken oder hast du Rücken? Ich hab immer Rücken. Weißt du, ich bin ein alter Mann und so. Okay. Hallo. Abend. Abend? Okay, gut. So. Ah, oh Mann. Was weiß ich denn nicht? Der hat aber auch Abend gesagt. Der hat auch Abend? Okay. Ja klar, sehe ich genauso, ist Abend. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Dann rufen wir jetzt nochmal bei der Wilson Farm an. Ja, mach mal. Mochste mal. So, ich glaube, die waren jetzt aktiv. 513 war aktiv, so. Glaube ich, sage ich auch noch. Ja, SD82, Scott, ein wunderschön. Frage, ist bei euch momentan jemand auf der Farm unterwegs? Oder anzutreffen, mit dem wir persönlich reden können? Ah, okay, Payne. Okay, wissen Sie, wann da zufälligerweise wer anzutreffen ist? Ich verstehe. Verstehen Sie? Ja, wir sind gerade vom MD weggefahren. Ja, wann? Dann drehen wir ganz kurz um, dann kommen wir nochmal zu Ihnen. Sie sind vorm MD dann da, oder? Ja, check. Okay, bis gleich. Das war der Typ, der uns gerade entgegengekommen ist. Das ist der Co-CEO. Ja, stark. Oh Mann, ey. Ich muss jetzt kommen, mal kurz raus. Ich sag doch, rotes Auto. Das rote. Es war aber schon die ganze Zeit da. Ist jetzt gerade erst gekommen. So, ganz knapp hier geparkt. Egal, passt. Das war jetzt aber sehr synchron. Boah, Ruckel, Alter. So sieht man sich wieder. Wunderschön, ja. So schnell geht's, ne? Wunderschön. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, Sie können eher was gegen uns tun. Nein, Quatsch. Oh yeah. Sie haben ja die berühmt-berüchtigten roten Fahrzeuge, ne? Das ist so korrekt. Genau. Also uns ist gestern nur etwas sehr Komisches aufgefallen, weshalb wir jetzt mal fragen wollten, ob Sie, Probleme mit irgendwelchen Personen haben oder irgendwie da, ja, irgendwas jetzt nicht gerade sehr koscher läuft oder so bei Ihnen. Also irgendwie in die Richtung oder ist alles im Normalzustand, also, so wie es sein sollte? Eigentlich ist alles im Normalzustand. Warum? Ja, die Sache ist die. Das Telefon klingelt. Deswegen. Wunderbar. Moment. Die Info-Line des LSPD, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Abend, Berger mein Name. Mein Hallo. Auto wurde eingeparkt. Ihr Auto wurde eingeparkt. Okay. Wo genau sind Sie denn? Gegenüber.
gegenüber von den Pegasus Apartments. Moment. Wissen Sie, wo die sind? Helfen Sie mir eben kurz auf die Sprünge, dann geht's schneller. Okay. Neben dem Varieté ist doch... Sie wissen, wo das Varieté ist, ja? Ja. Am Eclipse Boulevard, genau. Daneben ist so ein großer Parkplatz, wo auch so ein Eisenbahnwaggon draufsteht. Und daneben ist ein Hochhaus. Ach, die! Ah, das sind die Pegasus. Vor diesem Hochhaus steht... Ja. Genau, das sind die Pegasus. Ah, ja, ja. Und ihren Dispatch habe ich auch von Ihnen ja gerade. Ich guck mal gerade, ob das passt. Ja, ansonsten... Ich würde gerne hier einen Kratzer in eines der Autos fahren. Und mein Auto soll auch keinen Kratzer bekommen, weil das wird deutlich teurer, wie wenn eines der beiden anderen Autos einen Kratzer hat. Richtig. Nein, alles gut. Wir kommen gleich vorbei. Geben Sie uns noch kurz 5 Minuten, dann sind wir gleich bei Ihnen, ja? Ja, super. Vielen Dank. Ach klar, gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Dann machen wir eben selber gleich. Also, weil... Die Personen sind dann eben in Grapes da rumgefahren, ohne Licht und alles, sind dann ausgestiegen an diesem Haus und sind um den Pickup die ganze Zeit rumgeschlichen. Und als sie uns gesehen haben, sind die dann ganz schnell weitergelaufen. Ja, die sind Richtung Haustür gelaufen, aber sind nicht reingegangen. Richtung Haustür, sind dann aber wieder vorbeigelaufen, sind dann zurück zum Fahrzeug und dann waren die wie vom Erdboden auf einmal verschluckt und solche Geschichten. Okay. Wer ist denn dieser Mitarbeiter? Vielleicht können wir mit dem mal reden. Vielleicht besteht da ja irgendeine Gefahr dann seitens des Mitarbeiters. Können Sie versuchen, das ist Jefferson Spence, aber der ist auch momentan sehr schwierig zu erreichen. Der ist momentan einmal in 2 Wochen gerade außer Haus, sonst ist er wieder woanders. Jefferson Benz. Nicht Benz, sondern Spence. Benz. Oh. Ja. Merkwürdig. Ja, das finde ich auch gerade merkwürdig, aber es geht uns halt vor allem darum, nicht, dass, wie gesagt, Sie oder dann irgendwelche Ihrer Mitarbeiter da in Gefahr sind. Ja, das ist absolut richtig und gut zu wissen. Danke ich erstmal für die Info auch von Ihnen. Ja, gerne. Und sollten Sie sonst irgendwas feststellen oder sowas, können Sie sich ja jederzeit melden bei uns. Mache ich. Werde ich auch meiner Frau, die ist auch die Chefin, sagen, aber bisher eigentlich keine Probleme. Also ich schätze mal, was so oder so nicht verhinderbar ist, ist das abends, weil wir arbeiten nachts nicht auf den Feldern, sobald es dunkel ist, machen wir Schicht. Ende. Es werden wahrscheinlich eh welche klauen, aber die würden ja nicht wahrscheinlich gucken, ob jemand da ist bei dem Pickup. Genau, das ist nämlich das. Ja, nee, bisher ist mir aber da nichts zu aufgefallen. Also und auch nichts von den Mitarbeitern weitergegeben worden. Mhm, okay, alles klar. Aber ja. Ich werde da jetzt mal die Ohren und Augen mal ein bisschen weiter mit drauf gucken. Ja, genau, perfekt. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Genau. Okay, alles klar. Ja. Wie gesagt, sollte Ihnen sonst irgendwas auffallen, dann geben Sie einfach Bescheid. Die ST82, das ist mein Kollege, die ST90. Ja, Moment, ich schreibe mir das kurz hier auf. Genau. Ja. SD 82 und 90, war das richtig? Genau. Genau. Alles klar. Dann einfach Meldung machen bei uns am besten, weil wir ja darüber schon Bescheid wissen. Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Okay, alles klar, wunderbar. Ja, perfekt, besten Dank Ihnen, ne? Ja, hey, ich danke Ihnen. Werden wir zwar mal noch mit dem Mitarbeiter in das Gespräch suchen, weil, ne? Man weiß ja nie, vielleicht hat der irgendwelche Probleme. Ja, richtig. Okay, alles gut. Nee, dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Dienst. Ja, danke. Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Danke. Ciao. Ciao, ciao. So, wir müssen jetzt noch eben zu den Pegasus Apartments fahren. Mhm. Da ist ein Fahrzeug, was ein anderes Fahrzeug versperrt. Ist der Dispatch noch 1-8 aktiv Richtung Pegasus Apartments? Dispatch ist, glaube ich, nicht mehr aktiv, ne? Jack? Sie ist oben. Da ist ein Dispatch. So. Ja, ja. Das ist das. Das dürften doch sein, die Pegasus Apartments, ne?
Mhm. Ja, ich hatte ihn jetzt, als er weg ist, gefragt, wie das denn mit den Fahrzeugen ist, ob die Mitarbeiter privat nutzen, weil der in Häusern die Fahrzeuge stehen. Dann sagt er, ja, das ist ein Pickup, der gerade von einem Mitarbeiter genutzt wird. Als Leihding, da habe ich gesagt, ja gut, genau um den geht es nämlich. Ja, sehr wahrscheinlich sogar, ja. Okay, aber wenn er schon mal nichts weiß, aber es ist schon mal gut, dass er jetzt zumindest Bescheid weiß, ja. Dann kann er auch mal die Augen im Ohr drauf halten, weil die kriegen immer noch ein bisschen mehr mit als wir. So, halt mal eben nach einer Person Ausschau. Ob hier irgendwo einer rumsteht. Auf diesem großen hier Parkplatz. Hier rechts, rechts, rechts. Ach da, rechts, ja, ist ja gut, ich sehe ihn hier. Ich sehe es. Einen wunderschönen. Guten Tag, wir haben gerade telefoniert. Ja, Mensch. Welches Fahrzeug darf es denn sein? Nun. Welches abgeschleppt wird, ist mir komplett egal. Das Auto, was raus möchte, ist der Taurus, der in der Mitte steht. Der ist, da habe ich mir fast gedacht, so ein richtiges Sandwich-Kind, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, so, wir versuchen uns erstmal mit Schieben, ne? Genau. Okay. Oh ja. Abschleppen hätte ich jetzt auch lustig gefunden. Ja, also ich lasse dir gerne Amtshilfe, das Auto vor euch gehört dem Kollegen, das Auto hinter meinem gehört einer Mitarbeitenden der Richterschaft. Ach, das bewegt sich kein Meter. Ja, ich würde dir gerne helfen. Ach da! Ich muss auf die andere Seite. Oh. Nee, das will irgendwie nicht. Wahrscheinlich Handbremse gezogen oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der Steelhead, ja, ein wunderschön Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Achso, ja, sollte so machen. Wäre sinnvoll. Nee. Ich war mit dir. Steh ja, ich drücke. Wollen wir noch Glück aufschieben? Okay, nee. Warte, dann müssen wir es anders machen. Ein kleines bisschen hat sich's bewegt, glaube ich. SC86, Funkcheck. Check. Sie haben ja gerade gesagt, das gehört hier irgendeinem Kollegen von uns. Wissen Sie genau, welchem Kollegen? Herrn Jacob Gauthier müsste das sein. Gauthier. Ich guck mal, ob ich ihn kriege. Wahrscheinlich bei dem Glück nicht. Ansonsten wenn das Auto hier steht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich probiere es trotzdem. Ne? Man weiß ja nie. Man darf ja auch mal Glück haben. Das ist nicht durch. Ach, Herr Gauthier, ein wunderschön. Hallöchen. Ich bin ein wenig überrascht und gleichzeitig glücklich. Was wie kann ich helfen? Wir haben hier, dein Fahrzeug steht hier und das ist, sperrt das andere Fahrzeug in der Mitte so ein bisschen ein von dem Herrn Berger. Könntest du vorbeikommen an den Pegasus Apartments, ist das mal ein wenig nach vorne fahren? Komm mal raus. Ja, danke. Ciao. Ja gut, man darf auch mal Glück haben, ne? Das ist richtig. Und? Dass man direkt so viel Glück hat, okay, aber ja. Gut. Alter, kommt dann jetzt und dann kommt er eben runter und dann macht er das eben. Und dafür ist es sehr freundlich von ihm. Ach, das ist gut. Problem. Auch sind nett von ihm, dass sie vorbeigekommen sind, ja. Ach, jo. Ich meine, also, bin ja froh, dass sie jetzt hier keine Sachbeschädigung gemacht haben. Gottes Willen, das kann ich mir hier als Letzter erlauben. Wenn das Auto in Vollgas. Also. Ah, wenn's knallt, noch einen Meter, ne? Ja. Nochmal extra Gas geben. Ja, richtig, genau, damit es sich auch lohnt. Also. Dann kann ich Allrad einschalten und dann schiebe ich hier ein bisschen die Autos durch die Gegend. Passt doch. Ist das dann wie, ist das dann wie bei diesem Lied, schieb den Wal oder wie? Ah, oh, schön. Ehrlich. Bisschen habe ich die Stadt vermisst. Ach ja. An, so. Ach,
Da kommt er doch schon, der Kollege. Ein wunderschön. Wunderschön. Guten Abend. Hallo. Hallo, Herr Berger. Hallo. Mein Auto möchte da raus. Ich sehe das Problem. Wir haben es versucht mit Schieben, aber du hast die Handbremse benutzt. Dementsprechend, ja. Ja, ich müsste aber mehr Kraft bringen. Wow. Nee, ich habe mal mein Auto vorfahren. Den Rebler kann ich da auch rechts. Ja, mach das nächste Mal bitte über mich, weil Ausbildung. Ja, keine Ahnung, ich war einfach nur gerade da, deswegen. War einfach nur, passte gerade. Okay. Ja, haben Sie viel lieber. Bleib mir das nächste Mal bitte frei. Ja, ich war gerade sehr überrascht. Aber gut, jetzt weiß ich, wo ich es anfragen soll und Termine hinschicken soll, dann passt das. Okay, gut. Wenn ich doch helfen konnte, ist doch gut. Ja, du hast geholfen. Alles gut. Mach ich doch gerne. Tschüss. Das ist ein bitte die Academy mit einbeziehen. Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir so, ich bin gerade hier unten. Ich wollte eh zum war MD wegen Flugtauglichkeitsgedöns scheinen. Ja. Und dann dachte ich mir so, ach komm, da frage ich auch irgendwer Triage, aber dass sie sich da direkt bei dir melden. Oder wo auch immer melden. Info-Online. Ja, ne? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber gut, ja. Ich hätte dir vielleicht Bescheid sagen können, aber naja. Ist ja gut. Das ist schon mal. Ne, alles gut. Ist jetzt auch kein Anschiss oder sowas. Ach, da bin ich ja beruhigt. Aber jetzt weiß ich nämlich, wo ich mich da. Jetzt weißt du, aus welcher Ecke das kommt. PD84 meldet sich ab. Ja. Alter, jetzt wieder kein PD da. Das ist ja heute. Haben die Urlaub? Vielleicht. Alle? Wer weiß. Nicht mal Tanaka ist da. Ey, komm, also Tanaka darf sich aber auch mal einen Tag frei nehmen. Also... Ja, darf der auch. Ich bin überrascht. Kein Tanaka, kein Nachi. Ja, ist schon ein bisschen komisch, das stimmt, ja. Aber es ist gut, dass das angeschlossen ist. Schönen Abend und danke. Ja, gerne. Ciao, ciao. Ja. Dann spreche ich jetzt mit Kate Termine ab. Jo, alles klärchen. Perfekt. Weiß ich Bescheid. Bis denn, ne? Jo, ciao, ciao. Danke dir, ciao, ciao. Glück muss man haben. Ja, aber echt, also das war jetzt richtig Glück. ich sag er hat auch so... Schlüssel für den anderen Wagen, hat er gerade gesagt. Ja, für den Reh, glaube ich, auch Schlüssel. Ja, nett. Gut. Also, ich dachte mir so, ja komm, man darf auch mal Glück haben, ne? Denk mir so, ach, wird eh nix. Manchmal. Ja. Retter in der Not, wirklich, ne? Sonst hätte ich jetzt sein Auto einfach eiskalt abgesteppt zum Verwahrhof gebracht und die fetteste... Nein, Quatsch. Kommt so morgens auch in den Dienst plötzlich, das SO hat keine Autos mehr. Das ganze SO hat keine Autos mehr. Okay, ja gut. Mach mal Fußstreife. Geh besser. Ah, schön, schön. Ja, ansonsten alles gut bei dir? Ja, kann mich nicht beklagen. Bei euch, alles klar. Oh ja, ist gerade kein PDler mehr im Dienst, aber ja, läuft. Ja, ich wollte gerade fragen, warum ihr hier unten seid, um die Uhrzeit. Eigentlich sind ja... Nein. Nee, ja, nun. Aber nein. Ich glaube, die letzte PDlerin hat sich gerade abgemeldet. Ja, hat sie. Das war die letzte. Nun. Ja. Ich gehe jetzt auch gleich in Feierabend. Ja, ich wieso? Ich verstehe gar nicht wieso. Ja, nein, nicht deswegen. Einfach nur Dienstunterbrechung. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich doch mal wieder, vielleicht nicht. Ich bin mal überlegen. Wir sind ja schon ein bisschen da. Richtig. Genau. Wir waren ja schon fleißig. Habt ihr denn viel zu tun oder geht's wenigstens? Ach, das ist. Ach, alles im Machbaren. Also, wir suchen uns eher selber Arbeit. Ich glaube, so können wir es eher nennen. Achso, ihr seid in so einer Strecke, ihr fahrt erst in Zivil durch die Turf, schießt ein bisschen rum und dann kommt ein PD. Die Variante könnte man auch machen. Ja, versuch mehr. Ja. Wäre keine doofe Idee, sollen wir das mal machen, Scott? Kann ich mir den Schwarzen ausleihen? Der ist auch gut dafür geeignet. Der ist dafür prädestiniert, ne? Ja. Ich glaube, sieht so nach Gangster aus. Ich glaube, da kommt meine Freundin rausgerannt und sticht dich ab. Ja, guck mal, dann haben wir ja noch einen Fall. Ah, schau, stark. Das wird ja. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, gut. Oh, gut, das eskaliert hier irgendwie gerade sehr schnell, aber okay. Ja. Na gut. Ach, alles normal hier. Richtig. Nee. Naja.
Ich werde mal den Rebler umstellen. Ne? Ich wünsche euch noch einen sicheren Dienst. Passt auf euch auf, ne? Ja, danke, danke. Ja, schönen Tag, ne? Na klar, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann. Wusste gar nicht, dass Gautier... Ich habe Gautier schon so lange nicht mehr gesehen. Ich wusste echt nicht mehr... Ich kannte ihn gar nicht mehr. Ja, check. Wie ist der jetzt? Scheiße, Jefferson Spence. Ja, Mensch. Wie wird denn der geschrieben, ey? Scheiße, hätte ich vielleicht fragen sollen. Du kannst ja nur Spence eingeben. Da gibt's ja nicht so viele Varianten. Du wirst es ja schon sehen, welche Varianten es gibt. Das Problem ist, Spence finde ich nicht. Spence, ne? Mit... nicht Benz. Ja, ja, mit S. S. Ach, SB vielleicht. Nee, oder ja, SB oder SP? Spence kannst du ja mit C oder Z sogar schreiben. Es gibt ja, glaube ich, beide Varianten. Boah, also in einfach mal, wenn ich nach Jefferson suche. Wer was für Jefferson kannst du auch mit 2F? Weiß, aber da gibt es da auch mehrere Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht. Mit 2F. Spence, S-P-E-N-C-E. Keine Akte, kein Beschluss. Beruf Wilson fahren. Ja, dann passt das doch. Er hat ein Motorrad nur. Und ein Dubster. Was ist Dubster? Also mal ein Dubster ist. Denke ich irgendwie ans Tanzen. Ach ja. Versuchen wir den Herrn Jefferson nochmal anzurufen. Ja, viel Spaß. Sagt die Info-Hotline gleich wieder, ey, da hat man Jefferson angerufen, könnt ihr ja anrufen. Nicht erreichbar. Gut, wundert es mich nach der Aussage von ihm. Also wundert es mich nicht, dass. Also. Hätte mich gewundert, wenn wir ihn gekriegt hätten. So ist nicht. Wir hatten bis jetzt fast nur Glück, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, doch, das stimmt. Das ist wohl wahr. Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ja, ja. Wir arbeiten selbst mit geringen Prozentanteilen. Ne? Ja, wir kriegen auch weniger. Ach ja. Genau, sehe ich genauso. Gehst du auch am Feierabend? Ich denke ja. Also. Ich denke auch nicht, dass ich heute noch mal kommen werde, wenn die Luft, dass gegen Abend die Luft immer dicker hier wird. Und naja. Dann ist das auch nicht so schön im Dienst zu sein. Weil es so eine Verfolgung zu haben. Ja, gut, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich guck mal, wie es bei mir passt. Also zur Info, Leute, ich bin heute Abend noch online. Nur was wir spielen, weiß ich noch nicht. Nur schon mal so als... Eventuell wieder RP, vielleicht auch was anderes. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es wird eventuell auf RP laufen. Sagen wir so, 50-50. 5-0-2 mit einer Überführungsfahrt. Ja, check.
So, dann fahr ich jetzt auch nach Palito, schmeiß dich da raus und kannst du mal kurz ins Streifenblatt gucken. Wer ist noch alles jetzt außer Taylor? Haben wir noch irgendeine aktive Streife? Außer wahrscheinlich nur noch die vom Brand, ne? Kane und Riley haben auch eine Streife. Wo sind die? 20 BB ist auch. Palito Bay ist auch, ja. Okay. Jo. Mir ist gerade Palito Bay nicht aufgefallen. Ja. Vorhin hat er auch irgendwie Jacobs bei mir BPSO reingeschrieben. Da dachte ich so, was ist BPSO? Dann hat er einfach nur verdreht. Ich denke mir so, hä? Was ist das? So, wir fahren nochmal eben kurz am Leuchtturm vorbei. Gucken wir einfach nochmal rein. Ja. Ich glaube, wir sind da eh schon dran vorbeigefahren. Ne? Obwohl, nicht passt. Oh ja, was. Ja, eigentlich war auch geplant von mir, dass ich ein bisschen mehr als mehr Aktenarbeit mache, als das, was ich jetzt heute mit dir gemacht habe. Aber ich hatte einfach gar keinen Bock mehr. Es war eigentlich mehr geplant. Kann ich verstehen. Ja, naja. Boah, das wäre witzig, wenn die auf der Info-Hotline anruft, zurückruft, weil wir angerufen haben und dann beim Brand landet. Ja, schwierig. Ne, Fahrzeug steht da immer noch. Komisch. Ja. Gut. Naja. Also, ja. Ich ignoriere es einfach mal. Also, was heißt ignorieren? Also, ignorieren tut man es ja nicht, aber... Man kann halt jetzt nichts machen, ne? Was will man halt machen? Ja, müssen wir halt mal beobachten, die Tage, ob das halt immer noch steht. Ja. Oh, richtig. Aber selbst dann, ne, ist es ja nichts. Ja. Also kriminelles, vielleicht falsches Wort, aber. Ja, steht halt dann da rum, ne? Wie würden die Park Ranger sagen, parken auf unbefestigten Wege? Ah, oh, ja, lass sie. Ja, lass die Ranger mal daherfahren. Ja. Den kriegen wir. Ich drück durch. Komm, Karre, komm. Ja, viel zu weit weg. Check. Der kriegen wir echt. Okay, gut. Ich glaube, den möchte ich nicht so nahe treten. Jo, kein Problem, ne? War easy. Easy eingeholt, ne? Krieg noch nicht in die Speedgun. Warum nicht? Okay. Ich fühle mich gerade unwohl. Ja, ich auch. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, abends nicht im Dienst zu sein. Ja. Weil mach mal so eine Verfolgung. Ja. Oh ja. Die hatte ich ja am Montag. Nee, wann hat mir vorhin gesagt? Montag, ne? Check. Warum macht der nichts? Weil das System keinen Bock hat. Ich hatte den mal kurz im Fadenkreuz. Der hat voll schlechtes Gewissen, als wir ihn den ganzen hinterher fahren wahrscheinlich. Ja. Oh nein, die Cops, scheiße. Fuck. Schön. Müssten wir das nächste Mal eigentlich mal machen, so beim Community Policing, wenn eine andere Streife vorbeifährt. Scheiße, die Bullen, schnell weg! Ja, fühle ich. Oh nein. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Alter, irgendeine Verkehrskontrolle. Schön. 5, 1, 8, 10, 20, Bonus Pizza. Check.
Guten Tag. Versucht da einen auf nett? Du wurdest eiskalt ignoriert. Du wurdest eiskalt ignoriert. 5-1-1-20 Yingyang Tankstelle. Check. BR351. Du hast jetzt nicht das Ketzer. Alter. Junge, es ist doch nur ein. Ein Treffer. Was? Ein Treffer. BR35A. Sicher, dass du das richtig aufgeschrieben hast? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben, ich hab's nur gemerkt. Ich schau gleich im Ah ja, stimmt, das kann jetzt wieder ein Problem sein mit der Überschreibung, ne? Eventuell. Ja. Ach, schau, ich spreche ihn an, er flüchtet direkt in den Laden, bleibt da stehen, jetzt fahren wir weg und er geht raus. Boah! Ja, klar, jetzt kannst du aber aus allem aber eine große Fliege machen. Alter, erstmal Mücke Elefanten machen. Geil. Mücke Elefanten. Ich krieg sie alle. 513, aktiv Richtung Danny ist auf. Check. Ist er nicht. Meine Güte, jetzt sind doch nicht jeden als Kriminellen hier. Meine Güte. Alle sind sie kriminell. Ja, aber echt. Alle. Mann, chill mal deine Nuggets. 30. Verliebte Bay, so wüsste ich auch. Check. Was war das denn jetzt? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Hab ich gemerkt. So, warte mal. Also, so dich schmeiß ich schon mal in den Innendienst. Dann die 518 kann ich ja auch schon mal rein. Was rein, Bruder? Dann pack ich hier nämlich schon mal die 523 rein. Das ist doof, ey. Ja. Du bist doof. Komm hier raus. BR35A, ich geh mal schön checken. Lässt mir jetzt keine Ruhe. Ach, der Typ, ne? Schön. Einfach nur schön. Ach, herrlich. Er ist ein richtiger Detective. Der gibt es nicht zu, aber er ist ein richtiger Detective, Alter. Warum? Hi. Hi. Warum sitzt du alleine im Auto? Weil Fabian hier noch unter vier Augen sprechen will und dann bin ich beleidigt und sitze im Auto schon mal. Die haben noch irgendwas so. Zu bekakeln, alles klar. Ja, und eigentlich wollten wir gerade los, ja. Ja, das Gefühl kenne ich. Mhm. Und erstmal so dann aufs Klo und so, ne? Also, man kennt's ja, ne? Ja, das beschäftigt sein halt. Das ist richtig. Ne? Na dann, viel Spaß dir, ne? Okay, bis dann. Dir auch, mach's gut, bis dann. Okay, dann mach ich Bescheid. Danke dir. So. Dann werde ich jetzt schon mal die Leitstelle los. Kein Bock, jetzt die Leitstelle Lochhänger zu haben. Oh, so, warte mal. Also, wir haben aktive Streife, die 511. Ja, und Brand. Ist ja jetzt außer Dienst zu gehen. Hm? Warum? Ich sehe hier Leute. Ach, du siehst also, Dinge? Die sich, ja. Okay, verstehe. Ich wollte eigentlich mit, Williams reden, aber der war dann auf einmal gar nicht mehr da draußen gestanden. Hier ist die 62 und hier ist die 86, besetzen die 501 und sind aktiv im Norden. Check das mal bitte. Mach ich ihm das noch kurz. Kannst du das eben checken? Check. Okay. Danke. Weil ich ihm das eigentlich mit dem Ding sagen wollte. Hä? Oh,
Oh, die Liste passt mal wieder gar nicht. Oh. Warte mal. Er hat angerufen um 16.19 Uhr. SC22, check. Ah. Check? Achso, ich wollte gerade checken. Jetzt darfst du checken. Williams. Check. Ein wunderschön. Hallo. Nur ganz kurz wegen unseren Anzugträgerfreunden von gestern. Ah. Wir haben jetzt mit dem von der Wilson Farm geredet. Der selber hat gesagt, er weiß von nichts, er hält die Augen offen, gibt uns Bescheid, falls ihm irgendwas auffallen sollte dahingehend. Mhm. Da, wo die rumgeschlichen sind um das Auto oder um das Haus, da wohnt ein Mitarbeiter, Jefferson Spence. Ich weiß nicht, ob der dir irgendwas sagt. Nee, gerade so fand ich nicht. Okay. Der ist auch momentan schwieriger wohl zu erreichen, aber eventuell... Ist das ja was gegen ihn oder keine Ahnung, was sie sonst da wollten? Ich will mal kurz beschreiben, wo das Haus genau war, wo die rumgeschlossen sind. Das ist in Grapeseed ganz im Osten, die letzte Straße quasi. Das ist sozusagen, das ist, wenn du in den Feldweg zu den State Park Rangern fährst. Dann auf der Seite aber. Weiter hoch nach Grapesy, genau. Direkt das erste Haus, das ist ein roter Pickup. Das einzige, okay. Der einzige rote Pickup, der da steht. Okay. Genau, und dieser Pickup wird eben von diesem Jefferson bewegt momentan. Und die haben jetzt gegenüber geparkt auf der Straße oder auch im Feld. Die 55, sind dann darüber, ne? Gelaufen. Okay, dann werde ich mir das mal kurz anschauen gehen. Wir hatten da auch mal geschaut noch gestern, das heißt, haben aber nichts gesehen an dem Fahrzeug zumindest mal. Nächsten Leitstelle gemacht hat schon. Mag keine Anzugträger, die hier oben rumschleichen. Ja. Ja, so Wildzufahren sagt, die werden nicht bedroht oder sonst irgendwas in irgendeiner Form, ihm ist da nichts bekannt. Vielleicht der Mitarbeiter, ja, das, keine Ahnung. Sieht aus, den haben wir versucht zu kontaktieren mal, dass wir uns mal anhören, aber... Ohne Erfolg. Hallo. Hallöchen. Du, also ich, wie oft ich schon mit dir telefoniert habe, ne? Also. Ja, ne? Das ist schon echt wild. Du, sag mal. Hast du Bock, Leitstelle zu übernehmen? Nee, ich will gleich auch eine kurze Dienstunterbrechung machen. Gut, dann schmeiß diese Pain zu. Dann schmeiß diese Pain zu. Jo. Okay, alles Gleichchen. Okay. Bis dann, ne? Jo, ciao, ciao. Habt ihr was mit Frau Sullivan schon mal zu tun gehabt? Ich frage einfach jetzt jeden hier. Ja. Welche von den vier Osadovins gab es da nicht mehrere? Raven. Nee, nur eine. So ja. Ach, dann war das von den Mayhems die? Ja. Nur im State Prison. Ich hatte sonst in letzter nicht. Zeit mit der ein paar Mal zu tun. Okay, tut mir mal einen Gefallen. Ich habe die Vermutung gerade, dass die irgendwie einen Crush auf Leute hat, die mit ihr im State waren. So ein bisschen. Soll ich mal mit dir durchbrennen? Nee, bitte nicht. Achso, ich dachte, ich spiele unser Mittelsmann. Nee. nee, aber so, wenn ihr euch kontaktiert, bitte Kate und mir Bescheid sagen. Und nicht rangehen. Jo, kriegen wir hin. Check. Ich weiß nicht, was die im Kopf hat, nur das kann nichts Gutes sein. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Weil ich was gesagt habe. Ich bin kurz oben, dann bin ich mal kurz weg. Jo. Jo, jo. Ciao, ciao. Ciao. Ja, gut. Hat man. Na, ich geh jetzt nicht aus. Außer Dienst. Noch Feierabend. Como esta? Bitte, was? Hallöchen, Payne. Ja, hallo. Du bist der Glückliche, du hast die Leitstelle gewonnen. Richtig. Ja, Brand geht auch gar nicht außer Dienst, beziehungsweise in eine was macht ihr Dienstunterbrechung. Denn alle? Um 20 Uhr ist Rollcall, da muss das sitzen! Okay. Raste halt komplett aus, ist okay. Psychischer Bett. Oh Mann, ey. Du bist auch durch. Ich brauch Hilfe. Ey, du brauchst immer Hilfe. Geh mal ins Emmy. Was ich brauche? Nee, das sage ich jetzt nicht, dass du mich da wirklich zum Ende schickst, wenn ich das sage. 21, 10, 20, denn die Chance ist um. Schä. Achso, ah ja, ihr seid das ja selber. Ja, sehr schön.
Nee, also wie gesagt, grundsätzlich alles Streifenblatt ist, ja, selbstverständlich. Ich mache eine kurze Überführungsfahrt nach Sandy und dann bin ich auch weg. Um 18 Uhr gibt's noch SO-Leitstelle. Was nicht existiert. Nein, so einer bin ich. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass heute Abend keiner vom PD da sein wird, gefühlt. Ich sag dir, ganz ehrlich, theoretisch, wenn ich ein Arschloch bin, kann ich sagen, ja, aber offiziell in Dienstanweisung steht 18 Uhr, ne? Getrennt, ja. Bam. Stempel aufsetzen. Ich bin kein Fan von der neuen Regelung, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das Problem ist, in der Stadt funktioniert das vielleicht gut, aber im County, ja klar, wir haben in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun. Und wenn auch viel zu tun ist und wir auch 8 Streifen draußen haben, bin ich der festen Auffassung, dass es auf jeden Fall, gerade weil es nicht anders geht mit den Autoanmeldungen, dass wir eine SO-Leitstelle fest besetzt haben. Aber wir haben auch noch keine Autoanmeldung mehr. Wenn wir aber vom Regel, ja, aber überprüfen, weil das DOA kann das leider nicht richtig einfügen in die Personenakte. Achso. Ich trage es ja nur in die Fahrzeugakte, schießen die das rein. Ja, ziemlich bescheuert, aber ja. Was mich auch wieder ankotzt. Aber jetzt ist das, was mich richtig ankotzt. In 90% der Regelzeit werde ich im Sandy-SO stehen und Däumchen drehen. Das ist richtig, ja. Und das akzeptiere ich nicht mehr! Okay, ja. 5-1-3-10-20 Sandy-Shorts, Tankstelle. Checkst du mal für mich? Ja, check. Ich mach schon. Alles gut. Ich trage schon ein. Ich hab 5-1-1 schon Bob Leitstelle, alles gut. Okay. Also machst du, okay, dann mach ich nicht. Was? Ja, du hast ja gesagt, du machst das, also machst du das jetzt. Ich habe jetzt so kurz gecheckt, Mann, das meinte ich. Ja, den 910 übernehme ich, 911 übernehme ich. Am besten übernimmst du alles, was ich übernommen habe. Ah, die 999. Naja, egal. ich bin kein Fan von der Info-Line-City. Ja, ich hab da jemanden auf der Etage, das muss abgeholt werden. Kein Problem, wir schicken ihn in eine Einheit. Ja, die kommt nur 20 Minuten, weil die jetzt oben noch ein paar Leder macht. ja, es ist halt, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Aber eigentlich, du musst ja nur einen Sergeant da haben, der dir sagen kann, du kannst aktiv sein, ne? Ne, wegen Leitstelle. Und wenn die Dichte so bleibt, dann hast du ja... Jetzt müssen wir gerade gucken, wenn John Boy außer Dienst geht, wie die Aufteilung ist. 5-1-3-10-20, der hier ist auf. Ach, die nächste Streife. Shit. Na, guck mal. Na, in diesem Sinne, Pain. Ah, ich hab mich mit Schicksal schon abgefunden. Ich wünsche dir viel Spaß. Und man hört sich, ne? Tschö. Ich weiß jetzt, warum ich das Fahrzeug nicht gefunden habe. Weil es nicht in der Personenakte drin war. Es ist falsch geschrieben. Tippfehler. Buchstabe falsch. Ja, cool. Okay. Und wurde am 23.12. von Homeland Security angelegt. Ach, das war, glaube ich, ist das nicht die Zeit gewesen, wo wir gestreikt hatten? Nee, das war doch nicht um Weihnachten, das war doch früher. Ja. Streik, boah, ich weiß es schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Oder November. Oktober oder November war der Streik. Das ist ja Weihnachten, also kurz vor Weihnachten gewesen, wo wir das angemeldet haben. Warum auch immer. Naja, ich muss jetzt los. Ich wünsche dir was. Jo, gleichfalls. Man sieht sich, ne? Jo, pass auf dich auf. Tschüssing. Alter. Kann nicht mehr gehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist successful managed. Entschuldigung. So, habe ich jetzt eigentlich alles schon soweit eingetragen? Meine Güte, was ist jetzt los? Fünf zu drei mit einer Überführungsfahrt von Palito SO Richtung Sandy SO. So, auf geht's.
85 meldet sich an. Wie denn jetzt? Ja, mysteriöse Dinge haben wir heute irgendwie gesehen. Ist ziemlich wild. Aber ich finde es irgendwie spannend, sowas irgendwie zu... Es wird ins Nichts laufen, das weiß ich jetzt schon, aber wenn nicht, auch cool. Ich weiß, also irgendwie ist das gerade echt spannend. Also bin gespannt, ob da wirklich was bei rumkommt. Ob das mit diesen ominösen Schlipsträgern was Ernstes ist, sag ich mal, ja. Bin ich echt gespannt. Fühle mich so ein bisschen wie so drei Fragezeichen. So, fang gefühlt bei Null an. Und kriegen die Fälle ganz schnell gelöst. Ja gut, okay. Die kriegen die Fälle ganz schnell gelöst, ich nicht. Das ist ja der einzige Unterschied. Aber so ein bisschen fühle ich mich gerade. Ist ganz cool. Mal schauen. Vielleicht mache ich mir auch zu viel Hoffnung. Hoffnung ist, glaube ich, auch falsch gesagt. Ich mache mir keine Hoffnung. Aber wäre ja cool, ne? Wenn da doch was Cooles bei rumkommt dann, ne? Hinterher. Mal schauen, mal schauen. Kollegen. Ja, es wären die Kollegen. Oh nein, sind sie nicht. Jawohl. Ich weiß jetzt, warum der Typ mich nicht gegrüßt hat. Jetzt kommt's, ja. Der ist am 18.12. aus dem State entlassen worden. Ein ehemaliger State, also. Ja, gut, das erklärt's natürlich irgendwie. Er war 30 Monate in Haft. Ach du Schande. Ja gut, okay, das erklärt's. Der war auswärtig bei uns in ist eingeflogen worden, so wie ich das gelesen habe. Ach so, ja, verstehe. Ja, okay. Ja, ich sag doch, böses. Ja, du ja? Ja, ich sag dazu nichts mehr. Ja? Ich hab ein gutes Näschen. Du nimmst gleich ein Näschen. Von dem weißen Zeug, was hier auf der Straße liegt, meinst du? Ja, genau, richtig. Ja, aber ja. Wolltest du noch mal kurz gesagt haben? Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich hab einfach recht, ich bin so gut. Ja, ist ja gut. Genau. Gut. Dann schon Feierabend dir, ne? Jo, gleichfalls. Ciao. Danke, ciao. Ah, oh, Scott, ne? Was ist denn hier los? Herr Brandt Deering. Herr Brandt, einen wundervollen Hallöchen. Die Besitzerin vom Auto, vom Leuchtturm hat angerufen. Alles in Ordnung bei ihr, die hatte da gestern einen Unfall, die muss das Auto da noch wegholen. Ah, ja, guck mal. Ne? Ist doch schön. Genau. Also nicht schön, dass er einen Unfall hatte, aber... Nee, das nicht. Aber, dann ist das doch auch geklärt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt noch ominöse Schlipsträger. Grüß dich. Wissen die Ranger auch Bescheid? Ganz wichtig. Ich glaube, die Ranger wissen nicht Bescheid, aber... Die sollen sich nicht so anstellen, sonst reiße ich denen ihr blödes Gelblicht vom Auto. Dann machst du aber nicht mehr Video. Ja, dann können sie nicht mehr behaupten, dass das Licht anhatten, die Vögel. Ja, genau. Ja, dann haben sie ganz... Aber dann geht dir doch kein Licht mehr auf. Ja, geht denen sowieso nicht und anlügen tun sie uns auch noch. Und für dumm darstellen, die können mich mal gerne haben langsam. Ah, schön. Ja. Herrlich. Ich merke schon, Ranger lieben wir. Ich habe ja so kein Problem mit denen, ne? Aber die haben hier vorne den Abend, wo ihr da die 1060 und so hattet, ne? Hatten die ja den Highway abgesperrt.
hoch Richtung Palito am East Highway. Ja, ja. Ja. Vier Leute von uns können bezeugen, dass der Wagen von den Rangern kein Gelblicht anhatte. Und nur das Auto und die zwei Stoppdinger da standen. Das hat auch ein Zivilist gesagt und hat mich angerufen und hat sich darüber beschwert, dass das FD und die Ranger die Straße nicht richtig abgesperrt haben und dann das FD mit einem Affenzahn rückwärts da rausgefahren kam, ne? Ich habe die Beschwerde aufgenommen. Stark. Die Ranger rufen mich an, sagen, ja, hier ist wieder freigegeben, sag ich ja, sag mal, hier, ne? Absperrung ohne Licht. Schwierig, ne? Hat sich ein Zivilist beschwert und wir hatten auch nichts gesehen. Ja, wir hatten Licht an und das war ja, die ganze Straße war ja beleuchtet. Ey, wenn die 60 Meter in der Entfernung irgendein Signallicht anhaben, wo soll ich das sehen? Es war neblig, hallo, es war nachts. Ich hab Augen geht, und was Fernglas, geht? Weißt du? Und ja. Kein Kollege hat das gesehen, nicht einer. Wir können kurz noch Palito fahren, in meinem Van liegt ein Fernglas. Ich kann mir auch eins kaufen. Was wollt ihr mit dem Fernglas? Dann will ich die Scheiße trotzdem nicht sehen. Damit ich mir süße Rehe im Naturschutzgebiet angucken kann. Ah, ach so. Bevor ich sie dann jage, was? Jetzt war so. Bevor ich sie mit meiner 45er Flint, was? Okay, ja gut. Blattschuss. Was? Ich glaube, wir müssen mal in deine Wohnung. Die Kreatur. Ich glaube, ich mach mal Feierabend, sterben, ne? Bald was. Bald bis denn, Leute, ne? Ciao. Schön. Ach man, die SO-Kollegen, ach ich liebe sie einfach. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit denen. Immer wieder ein Vergnügen. Bäh. Ist die 90 meldet sich ab. Check, schön feiern. So. Da haben wir doch den Mittag auch überlebt, den Nachmittag. So rum. Hat sie doch alles geklärt, Mensch. Hat sich alles geklärt. So, dann müssen wir jetzt nur noch... die lassen wir hier. Oder mal ausstempeln. Gut, dann haben wir das auch. Wunderbar. Ich nicht drauf rein. Tschüss. Ciao. Ciao. So. Ja, bitte. Ja, Fall Nummer 2 ist geklärt, ne? Was denn? Der Wagen am Leuchtturm. Ah, ja, okay. Brandt hat mir nämlich gerade noch mal Bescheid gegeben. Sie hatte irgendwie einen Unfall mit dem Wagen und den hat sie da stehen gelassen. Also ist alles cool. Ja, easy. Ne? Also, nächster Fall geklärt. Jetzt haben wir nur noch die Schlipsträger. Ja, die machen wir auch noch fertig, die Pisse. Ja, genau. Die scheuchen wir raus aus dem Norden. Ja, das ist da hier, ne? Genau. Genau. Das ist ja. Glücklich, ich wollte mich gerade hinlegen. Ja, perfekt, alles klar. Dann gute Nacht dir. Ja, danke. Ciao, ciao. Tschaußi. Ciao. Warum hat er Tschaußi gesagt? Egal. Und warum ist hier das FD? Gut, dass wir Bescheid wissen. Aber ey, ist ja uninteressant, ne? Oh, FD-RP, ne? Bin ich ehrlich, finde ich auch mega interessant. Ich glaube, es würde mich nichts zum FD reißen, sag ich mal, ja? Also, wäre jetzt nicht so
Nein. Also jetzt momentan würde es mich nicht dazu reißen. Sonst würde, wenn ich jetzt arbeitslos wäre in dem Sinne, würde ich schon zum FD gehen. Ist ganz cool. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Vor allem, wenn es dann Richtung Brände geht, ne? Dann ist sowieso... Dass es noch keine richtigen Schläuche gibt, ist ein bisschen schade, aber da wird ja, glaube ich, sogar dran gearbeitet. Aber ansonsten ist FD eigentlich ja auch ein echt cooler Job. Und da musst du noch kreativer sein als beim PD. Das muss man mal so sagen. Also... Vor allem muss man an vieles denken. Ja, das ist halt auch wieder so. Weil... Ne, du legst jetzt Schläuche, so, du siehst die da aber nicht. Das heißt, wenn du abrücken willst, musst du daran denken, ah, da liegen ja noch Schläuche. So, ne, so musst du halt denken. So, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich selber vergessen würde und einfach wieder fahren würde. Ne? Weil man hat es ja nicht so richtig im Kopf. Aber ja. Gibt viele Sachen, die mich reizen würden. Selbst Penner-RP. Ja, Penner-RP. Gut, das ist jetzt ganz krass. Ja, ist jetzt die Frage, wie genau du dir das dann vorstellst mit dem Penner-RP, ne? Ist jetzt die Frage. Grundsätzlich kannst du ja mit allem RP machen. Aber was willst du als... Eigentlich heißt es ja... Wie heißt es denn eigentlich richtig? Das heißt ja nicht Penner. Penner ist ja sozusagen die... Ja, nicht schöne Variante von... Straßenmensch? Nee. Weißt du, wie heißen die denn jetzt noch? Ja, nur eigentlich eine richtige Bezeichnung. Richtige Bezeichnung, bitte. So, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden... Obdachlose. Genau, danke. Mann. Meine ich doch. Richtig. Sie haben das Abzeichen der Obdachlosen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, aber was willst du da groß machen? Ne? Also, weiß ich nicht. Ist ja schon irgendwie, weiß nicht, du bist ja dann nur in irgendeiner Ecke. Und gammelt, in Anführungszeichen, vor dich hin. So, Mechaniken nur für obdachlosen EP. Okay. Das ist mir in der Tat neu. Bin ich ehrlich. Das ist mir neu. Aber okay. Gut. Ist doch cool. Ich würde mich jetzt nicht sehen, einen Obdachlosen zu spielen, bin ich ehrlich. Aber gut. Das ist ja egal. So, jetzt muss ich nochmal was futtern hier. Nein. Nicht platzieren. Warum soll ich denn jetzt was platzieren, Alter? Ach ja. Ja, Leute, das war's wieder mit der Aufnahme, mit der Folge GTA Roleplay. Zumindest für den Nachmittag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.